Oh nee. Nee. Hallo und herzlich willkommen zu Uné am Freitagnachmittag. Was sollte man auch sonst in dieser Zeit tun, als Uné zu gucken? Und ich freue mich heute ganz, ganz, ganz besonders, denn wir haben eine mega tolle Sendung. Ich habe ganz tolle Gäste da. Wir sind schon den ganzen Nachmittag hier zugange und ich habe versucht, Ordnung ins Chaos zu bringen. Denn die Hanne Mummert, die hat hier wirklich das Chaos mit reingebracht, weil heute ist was für Thema, meine Liebe. Accessoires! Genau. Also die Burda Style Accessoires ist hier und ich freue mich total, dass du da bist und uns das Ganze so ein bisschen näher bringst. Und du hast uns ganz viel mitgebracht an Menschen. Ne? Ich fange jetzt mal eben kurz hier an. Die Doris, ihr seid alle befreundet, fahrt zusammen, Ski, kegelt, feiert und so das und Übliche, was man so macht. Und näht natürlich. Und näht auch sowieso. Ganz wichtig, ne? Sehr schön. Schön, dass du da bist, Doris, dass du noch ganz schnell mit da reingeflitzt bist. Ich freue mich, dass ich da hier sein darf. Ja, ich freue mich auch, dass du mitmachst. Ja, und dann geht es hier weiter mit der Kathi nebenan. Hallo. Und die Kathi hat sich Verstärkung mitgebracht, nämlich ihre Tochter. Das ist meine Tochter. Genau, die Paula. Hallo Paula. Und Hallo. Ihr beiden seid jetzt auch schon fleißig dabei und du willst in die Fußstapfen deiner Mama treten und auch fleißig nähen. Ja. Super, das freut mich. Ja, und ne, wenn die Kathi mit Tochter anreist, dann bleibt nichts anderes übrig. Hallo Gesa. Hallo. Die Gesa gehört zu Hanne und es ist also heute ein lustiges Mutter-Tochter-Nähen und Doris und ich. Also wir werden ein Team. Wir sind ein Team, genau. Wir machen das so. So, worum geht's heute? Liebe Hanne, du als Nähexpertin von Burda Style hast dich hier schon gleich so in Schale geschmissen. Mhm. Ich komme mir schon wieder ganz prömmelig vor, aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ja. Was ist unser Thema heute? Also wir werden aus dem neuen Heft jetzt ein paar Accessoires nähen. Jeder konnte sich selber was ausnähen. Aussuchen. Und wir sind schon voll im Thema. Ja, wir haben ja schon total viel genäht haben die ganze Zeit. Und dann kann man ja schon ein bisschen sehen, was die Einzelnen so vorbereitet haben. Also Kathi macht ein kleines Portemonnaiechen. Genau, wir gehen gleich noch mal ein bisschen durch die Zeitung, gehen wir noch so ein bisschen durch. Aber genau, das Original. Genau, und Original und Fälschung. Komm mal ein Stückchen nach vorne, dann kann die Kamera noch mal ein bisschen was zeigen. Ja, du, außen. Liebe Kathi, hast jetzt also schon mal zugeschnitten und hast dir hier dieses Kork hast du genommen als Grundlage, diesen wunderbaren, schönen, hellen Kork. Und ein Futter setzt du noch da rein, im Kontrast? Im Kontrast kommt ein Futter, also das nähe ich zusammen. Ja. Andersrum. Ja, das machen wir gleich. Okay. Das machen wir gleich, damit die Leute schon mal wissen, was du vorhast. Und dann möchte ich gerne noch so einen Clipser. Ja, diesen Clipser, den machen wir gleich noch da dran. Ja, und dann haben wir uns noch was ganz Besonderes einfallen lassen, nämlich dadurch, dass hier so viele liebe, nette Leute sind, haben wir uns noch was Schönes einfallen lassen von Dortex. Und zwar haben wir nämlich ganz tolle Etiketten gemacht. Nach diesem Vorbild hier, man möge da jetzt mal einen Blick drauf werfen, also diese Zeichnung, die hat der Martin gemacht, weil ich habe gesagt, Martin, wir haben ganz tolle Gäste am Freitag, hau rein, mach was Schönes. Also ich möchte jetzt mal einen ganz fetten Applaus für den Martin haben. Jetzt, komm. Genau. Ja, er hat das gezeichnet und ich habe gesagt, die kommt und dann kommt noch hier und es werden immer mehr. Ich so, es werden immer mehr. Und daraus haben wir dann diese wunderschönen Etiketten gemacht, werfen wir gleich nochmal einen Blick drauf. Also die sind echt toll geworden und ich hoffe, das ziert dein Portemonnaie. Das hoffe ich auch. Ja, also ungemein, also ich denke mal schon. Also das war schon eine nette Sache. Also dieses Portemonnaie macht jetzt die Kathi, aber nicht nur die Kathi, sondern auch meine beiden Neunäherinnen. Mhm. Die Paula, was für einen Stoff nimmst du? Zeig mal. Ich nehme hier diesen schönen rosanen. Den rosanen, der ist auch, das ist auch der Originalstoff. Zufällig ist das der Originalstoff. Haben wir ein Glück, dass der mitgekommen ist, ne? Mit der Halle, super gemacht. Also das heißt, ihr könnt heute genau sehen, wie das Teil, was in der Burda Accessoires zu sehen ist, auch heute entsteht. Ne? Du kriegst da auch noch so ein nettes Etikett drauf. Die Paula hat die Sternchen gekriegt und ein Metalletikett. Gucken wir gleich nochmal nach. Ne? Das ist auch ganz süß, ne? Mit dem Sternchen. Genau, also die Paula hat Sternchen bekommen und das haben wir jetzt auf Metall gelasert.
Und das sieht hinterher natürlich mega drauf aus. Ne? Wenn man das so sieht, ist das schon eine tolle Sache. Genau, mit der silbernen Schnalle. Mit der silbernen Schnalle wird das schon hingucken. Ja, super. Also das wird dein Projekt, damit ihr auch alle da draußen wisst, wer was tut. Die Gesa. Ja. Die Gesa hat sich angeschlossen, ne? Die Gesa schließt sich an die Geldbörse an. Genau. Und ich habe hast du für einen Stoff? Einen mit Blümchen, den werde ich innen nehmen und einen mit so einem Karo-Muster. Ja. Den werde ich außen verwenden und dann auch mein schönes Etikett. Den farblich nimmst du außen und den nach innen? Echt, ich würde es genau andersrum machen, du? Ja, aber Gesa hat sich dann überlegt, wir haben so Frisofix drauf gebügelt. Das wird dann so einzelne, sag ich mal, Ornamente werden ausgeschnitten und das dekoriert sie genau. dann. Genau. Ach, dann, ja, dann kommt da noch so ein pfiffig. Bisschen Leben. Ah, ja. Leben. Doch, doch. Also, es wird spannend und bleibt spannend. Es ist jetzt nicht nur, dass hier diese dünne Baumwolle mit Frisofix beklebt ist und wir nähen das jetzt einfach mal frech aufeinander. Nee, also die Gesa, die hat sich da schon noch was ganz Tolles ausgedacht. Ich freue mich schon drauf. Auch du hast ein tolles Etikett und du hast dir das in Naturleder ausgesucht. Genau. Ne? Ja, sieht auch passend dazu aus, ist ja mega. Guck mal, als wenn ich es gewusst hätte, dass ihr das näht. Habe ich nicht. Aber das sind schöne Farben. Also das ist die Vorlage. Die hast du schon mal, liebe Hanne, vorbereitet, damit wir jetzt nicht noch redeln müssen. Ne? Freue mich schon. Ja, einmal aufpacken. Zeige ich aber gleich noch mal. Ja, das zeigen wir. Wir gehen da gleich noch ganz, ganz speziell drauf ein und ich freue mich auch auf all eure Fragen im Chat. Ne? Wir beantworten die. Also die Nähexpertin und ich. So machen wir das. Aber last but not least, jetzt schlägst du hier, bist du aus der vollkommen aus der Reihe, liebe Doris, ne? Weißt du, welche Seite? Du bist bestimmt schneller. Ja, klar, Moment, komm sofort danach. Ich ziehe das hier rüber und dann reden wir, Doris, über deine Klatsch. Ich will immer Klutsch sagen, aber ich kriege da immer einen drüber. Ja, wo haben wir es? Heißt Klatsch. Sonst nennen wir es iPad-Tasche. iPad-Tasche, okay. Ja. Und ich habe mir überlegt, ich versuche, das Leder zu verwenden, weil es schwierig ist zu nähen. Ja. Von der Stärke her. Und dann mit dem dünnen Kork, ob was kombiniert wird. Genau, also du machst eine Kombination aus dem Leder. Ja, machen wir das dann nachher so. Wir sind so rum. Ja, genau. Das ist jetzt dann, hier werden ja auch noch 1 Zentimeter Nahtzugabe weggenommen. Das also ihr könnt schon genau hingucken und dann kommt das hinterher hier so drauf und das sieht dann natürlich richtig edel, mega klasse aus. Die Vorlage ist aus einem Korkstoff. Ja. Da reden wir gleich auch nochmal drüber, ne, liebe Hanne, dass wir da keine Angst vor haben brauchen, auch als Nähanfänger überhaupt nicht. Ist ein tolles Material. Und wir kombinieren das hier mit Dortex Naturleder. Diesmal in Petrol. Das sieht richtig toll aus. Ich weiß gar nicht, ob ich dich, wenn du fertig bist mit dem Teilchen, wieder wirklich nach Hause gehen lasse. Das ist die Lieblingsfarbe meiner Tochter. Ja, komm, dann geh schnell. So, also ihr seht, das ist das, was wir heute machen. Und wir gehen auch so noch mal kurz durch das Heftchen durch, was noch alles so zu machen ist. Also ich kann euch schon mal entlassen. Ihr dürft schon mal an eure Plätze zurückgehen. Mhm, ich starte hier mit dem Timer. Jetzt war die Vorstellung etwas länger, macht aber nichts, ne? Nö, macht gar nichts. Mhm. Also wir reden heute noch so ein bisschen über die einzelnen Sachen, die da auch noch so vorkommen. Ja. Ne? Du hast noch so ein paar Highlights. Das habe ich auch noch mal. Ja, dann erklär doch gleich schon mal, was du da noch mitgebracht hast. Ja, da habe ich mich gefreut. Das ist ja wieder diese, sag ich mal, 80er-Jahre-Technik Makramee. Also ja, ich erinnere mich. Ja, ich. Aber wir hatten damals dieses ganz raue Hanfband und dann haben wir da so Blumenbämsen. Ja, ich hatte die Eule auf der Die Eule hatte ich nicht, ne? Ich hatte nur so ein Blumen, egal. Und die Ampel, gut, die kennt man die Ampel, ne? Ja, okay. Ist vorbei. Ist wieder da. Und nee, dann, oh je. Okay, aber wir haben das jetzt angewandelt. Ja, das ist jetzt einfach ganz, sag ich mal, ein bisschen Hippie-mäßig, Festival-mäßig vielleicht sogar. Wobei, du bist jetzt, also das passt auch sehr gut zu deinem Outfit, was du heute anhast. Ja, genau. Ich fand das auch ganz süß. Ich hatte die noch in mehreren Farben. Ja. Direkt dann einmal losgelegt. Ja. Und dann ist das hier auch nochmal die Technik eben beschrieben. Ne? Also. Und dann kann man die verschiedensten Abwandlungen machen, ne? Mit kleinen Kasseln. Also, du hast jetzt also in dieser Burda Accessoires, in der neuen Zeitung, seit wann gibt es die? Ich glaube seit 2 Tagen. Ne? Genau. Die ist nämlich brandneu. Die ist praktisch noch warm. Ich habe die etwas vorher gehabt, deshalb, aber ich meine seit 2 Tagen. Wenn es ein Kuchen wäre, wäre sie noch warm. Ja. So, das heißt, hier sind alle Sachen richtig schön erklärt. Und wir haben jetzt hier mal das Beispiel mit deiner, du hast es ein etwas andere. Ja, weil ich habe das nicht bekommen. Dann war ich im Baumarkt und dann hatten die da sowas. Und habe ich mir gedacht, da kann man ja dann auch. So also man kann auch mal fremd gucken. Man kann gehen, auch einfach mal sich was anderes überlegen, aber das ist natürlich ganz süß so mit diesen Ösen noch. Genau, wobei man kann auch eine Gabel krumm biegen, letztendlich soll es ja auch geben. Also wer es mag. Kann man auch. Genau, und dann steht das wirklich alles schön beschrieben da drin. Mhm. Also für die, die jetzt nicht aus den 80ern stammen und Makramee lernen wollen. Ich würde sagen, also diese Grundtechnik ist super erklärt und das kann man dann beliebig abwandeln. Ich erinnere mich an diese Knoten. Ja, also das ist, genau, also gut, da hier ist der Ohrring, ne, wenn man jetzt
jetzt und dann genau. Hier ist das. Also es geht nicht nur ums Nähen in der Zeitung, sondern es geht auch um so kleinen Schnickschnack, ja, den man auch so mal eben zwischendurch machen kann, auch verschenken kann. Und aus Stoffresten das finde ich super und Lederresten gut, ne, wenn man jetzt irgendwie die Lieblingsfarbe von jemandem und ja. Dann macht man die vielleicht noch ein bisschen kleiner oder andere Motive, finde ich mega schön. Ganz schön finde ich auch das mit diesen Tasseln, ne? Also da macht man sich diese ganz kleinen Trottel. Die machen wir gleich noch. Machen wir auch noch. Da kommen wir auch noch drauf, genau. Und die kann man sich ja dann auch schön so da dran nähen. Ich habe ein bisschen Goldfaden dabei, so zum Befestigen. Also ich sag jetzt schon mal eins, 1,5 Stunden, meine Lieben, das wird heute nichts. Also ihr könnt schon mal zusehen, dass ihr irgendwo noch einen Bonbon in der Tasche habt, meine lieben Kameraleute. Ja, ich begrüße in dem Zusammenhang auch natürlich den Kurt, der spielt schon fleißig. Hallo lieber Kurt, wie ihr ihn hört, wie immer unterstützt er uns hier ganz toll in der Sendung. Und wir haben natürlich jetzt noch was ganz Schönes, denn die Burda's Style hat sich nicht lumpen lassen und in der Sendung werden wir 5 Exemplare der brandneuen, noch warmen Burda-Style-Accessoires verlosen. Und in meinem Paket hier, was ich bekommen habe, waren noch passende Rollmaßbänder dabei. Diese hier nämlich. Und die finde ich total mega und freue mich schon, wenn die euch zu Hause erreichen. Also bleibt mal dabei und irgendwann im Laufe der Sendung werde ich mal eine Frage stellen oder irgendwas anderes Komisches machen. Ich werde euch auf jeden Fall Bescheid geben und sagen, ne, jetzt ist es soweit. 5 Exemplare in der Sendung. Und ich mache nochmal gleich auf das Facebook-Gewinnspiel aufmerksam. Das läuft bereits auf unserer Facebook-Seite, läuft aber noch bis Sonntagabend, 23.59 Uhr, hat der Jan mir gesagt, soll ich genau sagen. Und da könnt ihr natürlich auch nochmal die Burda-Accessoires gewinnen. Die hier. Aber für alle Live-Zuschauer gibt es noch ein Rollmaßband dabei. Also live schauen lohnt sich. Ja, da müssen wir uns noch was zu aushängen. Die waren auch noch dabei. Also, die Hanne sagte so, die auch noch. Aber da gucken wir mal. Da bleibt doch einfach mal am Ball auf Facebook, vielleicht in der Onet-Gruppe und guckt mal, was da so passiert. Okay. Wir können mal starten irgendwie. Ne? Kugelschreiber gibt es übrigens auch noch. Kugelschreiber sind immer gut. Die sind so schön pinky, die passen zu allem. Die fallen auch, die schmeißen wir noch mit dabei. Ne? Mhm. Lieben Dank dafür. Ja, sollen wir schon mal rumgehen und gucken, wo die sind? Die Mädels haben noch was zu tun. Nicht, dass die da sind ohne jetzt, Arbeit die sind. Die zeichnen ihre Modelle auf. Ne? Dann bin und ich gleich dafür. Wir fangen hier vorne einmal an, wir beide. Jetzt steigen wir hier mal der Doris aufs Dach. Hier. Ja. Also entweder wir setzen, du setzt dich, ich setz mich. Wir gucken von oben runter. Was machen wir? Weil wir müssen den Kameraleuten eine Chance geben. Genau. Okay. Sonst haben die nämlich keine Chance, dazwischen durchzukommen und zu gucken. Ja. Doris, meine Liebe, du hattest schon von der Hanne netterweise das Schnittmuster auskopiert bekommen. Das hat sie schon wunderbar auf eine Pappe gemacht, ne? Richtig, das habe ich hier auf dieses türkise Leder übertragen. Ja. Und ausgeschnitten. Das ist ja jetzt was, das haben wir jetzt schon mal vorab gearbeitet, damit wir auch heute wirklich auch noch die zweite für mich fertig kriegen. Ja, okay. Ja. Nicht nur für deine Tochter zu Hause. Okay. Ja, wunderbar. Ich bin auf jeden Fall. Gut. Das heißt, du hast jetzt schon mal den Korkstoff verwendet und du wolltest es nicht füttern, hattest du gesagt. Ne? Nein. Gut, okay. Schöner so. Wie geht's jetzt weiter? Jetzt gebe ich mal die Nähexpertin einfach weiter. Ja, also wir haben jetzt ja hier überall schon die Nahtzugabe ist schon dran am Schnitt. Ist schon zugegeben. Ja. Das ist immer 1 Zentimeter. Und diese 1 Zentimeter kann ich mir, also da hier kann man es gut umlegen, kann es mir aber auch klammern. Genau, mit den Wonderclips, mit großen, mit kleinen. Ne, ich kann immer noch mal kurz auch eben kurz abchecken, ob das auch wirklich der Zentimeter ist. Ja. Dann haben wir ja auch noch praktischerweise hier das Maß angegeben. Genau, ist immer gut. Jetzt, also ich sag mal, beim Kork könnte man... Was ist das Besondere am Kork, liebe, also das liebe Hanne? Also es ist franzig, es ist dehnbar, es ist waschbar, es ist weich, anschmiegsam. Also ich finde es total klasse, sieht super also aus. Also es darf in die Waschmaschine. Darfst du auch in die Waschmaschine stecken. Aber das Leder darf nicht in die Waschmaschine. Nee. So einmal. Nein. Dann könntest du vielleicht Chaos haben. Das ist ne nicht behandeltes Naturleder. Es ist ökologisch wertvoll, aber nicht für die Waschmaschine geeignet. Nein. Also das muss dann speckig werden und abgeliebt aussehen. Also das tut mir jetzt leid. Nein, natürlich die Handtasche auch nicht rein. Ja, gut. Gut. Also man könnte natürlich das jetzt hier übereinander legen. Es ist schön weich und man könnte das dann so entlang nähen. Ja. Aber es ist eben auch ganz schön, wenn wir so die Ecken, kann man da gut sehen, auch rausschneiden. Ne? Dann haben wir einfach nur anstoßende Kanten. Das löst sich ja nichts auf, sonst würde man ja bei anderen Stoffen Briefecken machen oder ein Fältchen einlegen. Brauchen wir gar nicht. Ist also auch gut für Anfänger geeignet. Genau. Ne? Und hier kann man sich sogar noch gut hier so, sag ich mal,
einen Knick reinmachen. Knick rein, ich bügelst du auch an der Tischkante manchmal? Auch schon mal. Also ja, ich mache das dann gerne bei solchen so ein ganz kleines, genau. Nein, ich meine so, ich nehme das dann gerne einfach mal so und mache dann hier an der Tischkante so runter. Ich bügele immer mit meinem Finger. Ja, oder mit dem Fingernagel, genau, je nachdem wie der Fingernagel gerade, wie empfindlich ja, der ist, wie wenn viele der Nagel halten soll, wie viel Spargel man gerade geschält das hat. Zum Beispiel auch. Ich möchte jetzt einen Blick auf den Spargel gerichtet haben, den die Damen schon mitgebracht haben. Gehen wir gleich noch drauf ein, der tolle Spargel. Okay, also ne, mal so ein bisschen drüber gehen, dann ja. Hält das eigentlich schon ganz gut. Ja, und dann kann man eben hier sehen, wenn man das dann so eingeknickt hat, weiß er auch genau, dieses was rausschneiden muss. Ja. Genau. Das können wir jetzt mal eben machen, ganz in Ruhe, dann kann der so, Sendler das nochmal einmal aufnehmen. Ach so, genau, also einmal so ja. Bügeln. Genau, dann noch halt, genau, dann haben wir ja die Kante hier, die bügeln wir dann auch. Mhm. Und dann nochmal so von der anderen Seite, ne? Dass wir dann die Kante haben. Dann siehst du genau diese Ecke, die du hier rausschneidest. Dass wir da vielleicht eine Aufnahme von kriegen. Mhm. Genau, jetzt sind genau diese beiden Kanten und die schneidest du jetzt ein. Kannst du noch erkennen? Ja. Ja. Und dann nehme ich die Kante raus. Noch ein kleines Stückchen. Ja, ein kleines Stückchen. Genau. Und dann habe ich so. Dann kann ich. Ja. Kannst du sogar noch, kannst du jetzt noch ein Stückchen wegschneiden, ne? Genau, also dann kann man es auch noch ein bisschen korrigieren. Ja, man ist ja immer erst lieber ein bisschen vorsichtiger und dann nacharbeiten. Kannst du jetzt genau noch mal eben das kleine Stückchen wegschneiden. Ja, Prinzip verstanden. Ja, wenn man kann es jetzt sofort nähen. Man könnte natürlich auch mit Textilkleber noch mal fixieren. Ja. Bräuchte man aber eigentlich nicht. Aber, für die, aber nicht. Letztendlich für die, die auch gar nicht nähen wollen, könnten das Ganze überhaupt kleben, ne? Genau. Wäre möglich. Aber so eine Naht sieht ja auch dekorativ aus. Auf jeden Fall. Wenn wir uns das nochmal angucken, hier das Original, da sieht es natürlich schon schön aus. Ne? Genau, man könnte ja auch zum Beispiel in Knallblau, hätte man jetzt auch noch drüber nähen können. Also ich glaube, da spielt ja, also die Fantasie, da gibt es ja keine Grenzen, wie man das Ganze dann so umsetzt, ne? Okay. Nee, das ist. Ich habe mir zum Beispiel nachher einen Knopf ausgesucht, den Lichter, und den möchte ich nachher verwerten für obendrauf. Weil das dann schön zu dem Kork auch aussieht, ne? Seitlich, und dann kommt das so rüber. Ich bin begeistert. Ja. So, was machst du jetzt als nächstes? Damit wir auch gleich. Ich bin jetzt sehr neugierig, liebe Doris. Jetzt bist ich du einmal gefangen. Ich soll jetzt die ganzen hier. Kanten. Das ist mein erster. Und dann, wenn ich es nachher zusammenlege, dass ich diese Nähte noch da drauf. Dass ich dann da bin, dann frage ich euch. Ja, also genau, die Naht ist ja noch offen, also ist nur aufgeklappt. Und wenn das dann so aufgeklappt liegt, wird nur dieses Stückchen geschlossen. Mhm. Genau, wenn man alle Seiten schon. Okay, das heißt, sie bereitet jetzt was vor? Sie klappt jetzt erstmal einmal die ganzen Teile nach innen alle rein. Alle 1 Zentimeter, genau. Nach innen rein und das wird einmal rundherum genäht. Ja. Das macht dazu muss sie jetzt erst die Vorbereitungsarbeit eben leisten, indem sie da diese kleinen Ecken wegschneidet. Gut. Dann natürlich stecken geht nicht, dann wird. Das mit Wonderclips genau. Ja, so, das wird dann so fixiert. Mhm. Aber vorher hast du, und dann kann man ja in einem durch langsam mit Ledernadel. Ja. Dann ich habe noch nicht meine Ledernadel genommen. Also wir haben es gerade ausprobiert. Genau, ich habe eine 90er Jeansnadel genommen und wir haben nämlich gerade schon vorab noch mal ein bisschen geprüft, was wir auch wirklich durch alle Nähte durchkommen. Und das sind unsere Nähübungen, die wir gemacht haben. Mhm. Wir haben uns für einen etwas größeren Stich entschieden, nicht auf den voreingestellten 2,4. Wir sind bei 2,8 oder was haben wir gemacht? 2,8. 2,8, genau. Und wir sind hier dann durch dreifach Leder so mal eben wie Butter durch mit einer 90er Jeansnadel und es läuft. Und das ist ja auch klasse, dass man das hier so ganz hochschieben kann. Ne? Auf jeden Fall. Auf zwei Stufen. Also die Maschine, da lasse ich auch nichts drüber kommen. Mhm. Ne? Das ist schon ein Träumchen. Und die Doris ist auch begeistert. Ja. Ja, und wird uns das gleich nochmal sagen. Also wenn es gleich ans Nähen geht, meine Lieben, dann sind wir nochmal hier. Dann schreit die Doris nochmal, ich bin jetzt so weit. Oder hier ist, dann sind wir nochmal an deiner Seite. Ich rufe. Du rufst, das ist schön. Also, die ist schon mal beschäftigt. Ja, immer. Also weiter. Das geht nicht ohne Beschäftigung. Ein Häuschen weiter. So, jetzt müssen wir hier einen weiterrutschen für Kathi. Soll ich so rum? Du kannst da rum und ich gehe dazwischen. Genau, nur dass wir Platz hier für Stefan lassen. Nö, ist okay. So. Jetzt, wo sind wir denn? Du hattest zugeschnitten. Das war jetzt schon mal das Erste, was du gemacht hast. Das habe ich jetzt schon zusammengenäht. Das heißt, was hast du da gemacht? Das ist das Futter für das Portemonnaie. Ich denke, dass ich das jetzt
einschneiden muss. Jetzt rennt meine Nähexpertin gleich weg. Ja, ich wollte gerade mal eben. Stopp. Du bist viel zu schnell, liebe Kathi. Ich muss hier meine Nähexpertin, die muss ich dabei haben. Ich ärgere dich jetzt mit dem, aber ich finde das Wort super. Nee, das finde ich schrecklich. Was soll ich denn sagen? Dann sage ich also die Hanne. Genau, ja. Die Hanne sagt jetzt mal, wie sie das nämlich mit dem Einschneiden macht. Ich bin ja immer neugierig auf andere. Ja, gnadenlos schneide ich ein. Gnadenlos schneide ich ein. Und wenn das ja, sage ich mal, ein recht grober Stoff ist oder, sage ich mal, wo ich Angst habe, dass ich schnell auflöse, wie so eine Wildseide, ja, dann fixiere ich das. Okay, ne, mit also, der Vaseline, da genau, dann lass es nochmal werden. Aber ansonsten, bei dem reißt ja nichts ein. Auf keinen Fall. Futter bin ich auch gnadenlos, das ist ganz, ganz fein gewebt. Was würdest du jetzt machen? Du würdest jetzt, also wir haben jetzt einmal Futter zugeschnitten, ja, und einmal den Oberstoff. Das wird jetzt beides gleichzeitig rund genäht. Von also hatte sich hier die Markierungen gemacht, die hatte ich hier rein. Und dann lass nochmal eben kurz drauflegen. Ja, also das war jetzt... Sag ich mal so. Und dann sind da in dem Schnitt die Passpunkte, genau, und von da aus wird genäht. Da werden jetzt erst die unteren Taschenbeutel geschlossen. Ja. Jeweils einmal das Innenfutter und der Oberstoff. Ja. Die werden dann geschlossen. Bei dem Futter lassen wir sonst ein kleines Stückchen auf. Ja, genau, dann muss die Wendeöffnung. Das Ganze einmal wenden, aber ist ja kein Thema. Das macht ja nichts, da kann man ja ist eben kurz kein Thema reinschneiden. Okay. Dann verriegelt sie hier nochmal kurz und verriegelt sie hier nochmal kurz und dann kannst du das ja auch kurz trennen. Okay. Ja. Ist nicht und, schlimm. Und ist überhaupt nicht schlimm. Kannst auch nachher sonst öffnen. Nur, dass wir das nachher dann wenden können. Was ist denn mit ja, das oben? Werden wir jetzt, genau, das erkläre ich mal kurz. Also jetzt werden dann erstmal hier gnadenlos eingeschnitten. Ja. Dann schneid mal gnadenlos ein. Ich schneide jetzt gnadenlos ein. Ich freue mich immer, wenn jemand gnadenlos einschneidet. Würdest du mir dann gnadenlos eben meine Brille rübergeben? Okay, weil pass auf, genau, was auch Angst, schon sehr lustig ja war, in der Vorbereitung der Sendung, die Hanna hat hier irgendwie gefühlte zehn Brillen verteilt und sagte, ich muss überall eine liegen haben. Ja, weil ich finde jetzt immer so, ist auch komisch. Ist auch komisch, ne? Aber wie wär's denn mal mit so einem Band hier, mit so einem... Ja, das sieht doch auch komisch aus. Ja, natürlich sieht das komisch aus, aber... Aber wenn man eine braucht, dann braucht man eine Brille. Ja, aber man ist ja auch eitel. Stimmt, Mann ist eitel. Frau auch. So, also eben. Die Doris lacht schon. Bis da vorne. Genau, bis dahin. Das ist schön, wenn zwei über deine Schulter wieder aufmachen, Hanne. Bitte? Soll ich das hier wieder gleich aufmachen? Gleich, du verriegelst hier ein Stückchen, ne? Ja. Und dann hier ein Stückchen und dann machst du den Rest eben auf, kurz auf. Okay. So, jetzt ist ja... Verschneidest wenn das du jetzt, das oder lässt du das so? Nee, also jetzt ist es ja so, dass ich es normalerweise wenden würde. Aber die Kante verschneidest weiß ich du ja, nicht? Doch. Ich wollte das also mal so ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. Geh auf, geh ein. Ich bin mir zu schnell. Und zwar ist es ja so, wenn jetzt die Naht innen liegt, hätten wir ja viel zu viel Stoff. Das meintest du doch auch, ne? Genau, du musst es einmal ein bisschen, hilft dem Sento, dass unsere Zuschauer mitgucken können. Mhm. Genau. Das kann man ja so erkennen. Das ist einfach viel zu viel Stoff, was ich innen wellen würde. Und deshalb gehen wir hin und nehmen in der Rundung kleine Keile raus. Siehst du, jeder macht es anders. So, ganz interessant. Ich knipse so. Ja, also ich mache immer kleine Keile. Du machst immer Keile. Ja. Okay. Gut, da war weiß so, ich das. Und genau. Jetzt, und jetzt kann man dann, wenn man jetzt das mal so, ich muss noch mehr weg, aber nur mal kurz zeigen. Das ist ja symbolisch. Ja. Also, ne, also genau. Mal kurz zur Anregung. Und jetzt sieht man dann, oder kann man dann kontrollieren, wenn man jetzt die, ist das okay, so wie ich das mache? Genau, super. Da kann man nämlich sehen, dass ich jetzt dann keine, sag ich mal, Faltenwürfe mehr habe. Ja. Also die Stoffmenge, hier muss ich natürlich noch wegschneiden. Aber so kann ich mir vorstellen, wie das dann nachher in der Rundung sich legt. Ich muss da die Ecke rausmachen, Hanne. Bitte? Ich muss hier die Ecke rausmachen. Ja, macht ja nichts. Die Naht schneide ich ja nicht ein. Okay. Also da passiert ja nichts. Ne? Genau. Das wird ja nachher nur nach innen gelegt. Rausschneiden musst du eh. Mhm. Weil du machst ja nachher diesen, sag ich mal, du schließt ja nachher die Naht. Aber hier nähe ich ganz rum. Da nähst du ganz rum. Der Oberstoff, bis hier, Nee, du musst, das wird nachher... Auch genau das Ganze wird verstürzt, dann legst du dann rechts auf rechts, also in diese Beutelchen. Und dann werden die einzelnen nochmal gleich zusammen, also das liegt das ja dann machen da wir drin. Gleich. Das machen wir gleich als nächsten Schritt. Aber dann werden die zusammen dann wird das genau, auch bis die dahin, das wird dann auch eingeschnitten. Ja. Viel zu viele Sachen auf einmal. Auf einmal, genau, habe ich schon gedacht, aber Kathi möchte ja... Kathi, ganz ruhig, wir kommen gleich wieder auf ich dich Ich weiß zurück. Jetzt, was ich zu tun habe. Du weißt, was du zu tun hast. Das heißt, damit alle anderen auch wissen, genau, du musst jetzt erst die Öffnung machen, das wird dann so eingeschnitten mit Keilen, wieder eine andere Variante, sehr schön. Und jetzt, was wäre dann der nächste Schritt, den sie machen würde? Was wäre dein Weg gewesen? Mein Weg, es gibt ja viele Wege, die nach Rom führen. Jetzt kann ich noch mal eben ganz kurz das hier zeigen, also wie man das machen kann. Man kann ja grundsätzlich das so einschneiden, dass man beide zusammen einschneidet, bis kurz vor die Naht. Ne? Dass sich das ineinander schiebt. Dass es sich das ineinander schiebt. Das ist ja dann die Variante,
die man so in der Damenoberbekleidung machen würde. In der Herrenoberbekleidung würde man das so machen, dass man die so einschneidet, dass man den einen hier oben einschneidet und den anderen ein bisschen versetzt dazu einschneidet. Ja, verteilt sich die Mehrweite. Da verteilt sich die Mehrweite besser. Das fällt dann etwas gefälliger und gibt nicht so diese harten Brüche. Mhm. Bei so einem Weichen Kleinen ist es jetzt okay, ne? Genau, bei dem Kleinen ist das jetzt egal. Und natürlich ist das auch eine Möglichkeit, eine Variante. Ja. Deswegen freue ich mich immer, wenn man so den Austausch hat und sagt, ja, ich mache das so und dann kriegt man wieder einen anderen Blickwinkel drauf. Zu Hause, also jetzt für mich jetzt in dem Falle, weil ich das jetzt mal so nett demonstrieren wollte, ich würde es einfach knapp beischneiden. So, das ist die nächste Variante. Die nächste Variante, die nächste Variante ist, ich schneide jetzt einfach, jetzt haben wir alle in einem Taschenbeutel. Die nächste Variante ist, ich schneide es einfach so rum ab und sehe zu, dass ich hier so 2-3 Millimeter übrig habe. Genau, so, dann legt sich das wunderbar. Beim Futter ist das auch hervorragend. Mhm. Bei einem Kragen sollte man da so ein bisschen vorsichtiger sein, da sollte man auf eine andere Variante gehen. Mhm. Aber das können wir vielleicht nochmal besprechen, wir beide. Wir können ja nochmal ein bisschen fachsimpeln. Genau, schön. Also, es gibt viele Wege führen nach Rom, keiner hat die Weisheit gefressen und ich finde es immer wieder schön, wenn man dann im Austausch ist und sagt, ja, ich mache das mal so. Mhm. Was wäre denn jetzt, Kathis nächster Schnitt? Das wissen wir. Was wäre jetzt der nächste Schritt bei der, bei dem Stoff, bei dem Oberteil? Das mit Panne. Ja. Einfach von Punkt zu Punkt. Auch wieder rundum nähen. Einfach rundum nähen. Hier auch. Ich würde hier aber wirklich Keile rausschneiden, weil das so viel Stoff ist. Ja, bei dem Kork ist es besser, dass ein Keil rauskommt. Finde ich auch, weil sonst hast du wirklich zu viel Stoffmenge innen liegend, also eine Nahtzugabe. Und hier wieder einschneiden. Ne? Okay. Genau. Ja. Also das Gleiche in Futter und im Oberstoff. Mhm. Beide Varianten. Eins mit Wendeöffnung. Ja, genau. Super. Und eins mit Wendeöffnung. Und wenn du das gemacht hast, dann keine Öffnung. Mhm. Dann kommen wir wieder. Ja, ich komm mal rennen hier wieder rum. Das ist hier immer das Schöne. So, die beiden Mädels haben sich jetzt schon selbst geholfen. Die sind schon verzweifelt hier. Aber eigentlich kann das nicht sein, dass ihr schon verzweifelt seid. Guck mal hier. Habt ihr zugeschnitten, meine Süßen? Ja. Ja, ich setze mich jetzt mal kurz hier hin. Und ist das nicht so bedrohlich? Ja. Ach, da setze ich mich hin. Gut. Willst du das jetzt schon mit der Hand annähen oder erst zum Schluss? Jetzt schon. Jetzt schon? Okay. Ja, kannst du machen. Weil ich würde vielleicht auch mal gucken, wie es hinterher aussieht. Du willst es aber in die Mitte haben. Du willst es nicht unten so in die Ecke. Auf keinen Fall. Nein, ich sehe das schon. Gut. Ja, dann musst du es jetzt mit der Hand annähen. Das heißt, du hast hier schon eine Nadel geschnappt. Und kannst du mit der Hand nähen, Paula? So halb. Mir fällt gerade der Anfang schwer. Jetzt hast du ja aber auch einen richtigen Klopper als Nadel dir genommen. Wo hast du den hergeklaut? Hier. Auch aus dem. Ich habe ein ganzes Nadelsortiment. Ja, also guck mal, ich glaube, was würdest du denn sagen, Hanne? Guck mal, das ist ja schon... ist schon so stickverdächtig. Ja, das ist stickverdächtig. Genau, das sieht man nämlich, weil hier so ein riesengroßes Nadelöhr dran ist. Das stickverdächtig ist übrigens auch ein schönes Wort, gefällt mir sehr gut. Ihr braucht jetzt bei so einem zarten, dünnen Stoff... Nadelsortiment, kann die Britta sich was Passendes aussuchen. Ja, auf jeden Fall ist das ein bisschen zu dick. Für den kleinen Stoff hier würde ich auf jeden Fall nicht so eine dicke Sticknadel nehmen. Wenn man jetzt hier so ein Stickgarn benutzen würde, ne, und das damit machen würde, dann ist das auf jeden Fall wichtig, dass du das benutzt. Okay? Aber sonst, glaube ich, reicht uns hier einfach so eine ganz normale, kleine, kurze Nadel. Und ich bin auch immer für eine kurze Nadel. Hanne, du auch oder bist du eher für eine lange Nadel? Ich finde die lange Nadel gut. Ach, komm, ich nehme jetzt hier die lange Nadel. Die geht auch besser raus. Die gehen überhaupt nicht raus. So, die sitzen da drin, als wollten die... Ja, ganz frisch. Ja, alles ist hier ganz frisch. Alles ist hier ganz frisch. Die Buddha-Style-Accessoires ist frisch. Die ganzen Nadeln sind alle frisch. Und jetzt hast du hier einen Faden dir rausgesucht. Der ist schön lang. Sehr gut, okay. Dann machen wir mal das so. Hast du noch nie mit der Hand... Was, hast du nie einen Knopf angenäht? Doch. Hier unten Knoten kriegst du rein, oder soll ich das für dich machen? Kann ich machen. Mach mal. Wie weit ist denn die Gesa? Ich bin noch am Ausschneiden. Ach, guck mal, da haben wir noch nichts verpasst. So, super Knoten. Und jetzt fängst du natürlich so an, dass du von unten anfängst, dass der Knoten hier verschwindet, ne? Mhm. Und dann nähst du hier immer so ein bisschen so ganz oft rum, weil das ist natürlich mit dem Metall, das muss schon feste genäht werden. Du könntest sonst auch so einen Zauberstift nehmen. Also ja, sonst genau. Gib noch einen Tipp. Und dann machst du dir so kleine Pünktchen, ne? Also haben wir unser Lineal. Jetzt wird sie ganz... Nee, komm, hol mal das Lineal raus. Jetzt hier. Dann die Hanne. Doch. So pingelig bin ich ja nicht. Doch. Machen wir mal hier die Mitte. Haben wir doch schon hier. So, guck dir das an. Gut? Ja.
So, dann nehmen wir, haben wir hier die 14 cm, haben wir hier 7 auf die Hälfte. Und unser Metallplättchen ist 4,5, die Hälfte. Ich sehe schon, ich schätze immer nur. Ja, ne, jetzt mache ich mal hier so schön. Guck mal, wie gefällt dir das? So die Höhe oder? Ja. Ne, dann können wir noch mal. Das mache ich jetzt auch Pi mal Daumen, die Ausrichtung. Ach, guck mal, ja. Jetzt bin ich ja zufrieden. Jetzt kann ich mich ja wieder ganz entspannt nach hinten lehnen und sagen, die hat ja, auch also mal was Pi mal Daumen. Hier alle. Schön. Jeder kocht mit Wasser. So. Aber vielleicht magst du noch kurz was zu dem Stift sagen. Ach so. Weil du gerade so also selbstverständlich wenn man kein, Zauberstift gesagt hast. Ich habe mal was vorbereitet, dann wurde ich unterbrochen, da war nachher leider alles weg. Also dafür ist es nicht geeignet, aber für so ganz... ja, sag ich mal, kurzfristige Aktion, wo ich wirklich kurz noch was auch auf der rechten Seite markieren möchte, ist das natürlich ideal, weil der verschwindet, je nachdem, wie fest ich den aufpunkte, nach 2 Stunden sowas. Genau, ne? Es gibt ja auch verschiedene, glaube ich. Der eine verschwindet erst nach 2 Stunden, der andere nach einem Tag oder so. Da gibt es, glaube ich, auch verschiedene, gibt's aber verschiedene, die sind alle gut und die verschwinden auch wirklich wieder. Das ist schon das Tolle. Also sind wirklich weg und das ist eben ideal, um eben auf der rechten Stoffseite zu arbeiten. Ne? Genau, jetzt muss es leider alleine angehen. Jetzt, Paula, jetzt verlassen wir dich wieder, jetzt hauen wir ab. Jetzt guckt dir keiner mehr zu. Ach, wir können noch ganz kurz eben... eigentlich direkt hier schon so ein... Ja, genau. Weil der Knoten ist ja dann da drunter und dann legst du das. Wir dann einmal bis durch und dann wieder hoch. Und dann hast du den. Ach, das kriegt sie hin, glaube ich schon. Wir wollen noch kurz eben über dieses Teilchen hier reden. Ne? Kannst du dazu noch mal was sagen? Zu diesem Verschluss? Das ist also, finde ich, so stylisch. Ist retro. Ja, das. Oder, also, als ich das erste Mal gesehen habe, da habe ich so ein bisschen an Oma gedacht. Ja, ich habe da so, also habe ich das auch. Ne? Ja. Also diese Spangen und dann hatten die vorher unten diese Gobelins. Genau, aus Gobelins, genau das erinnere ich mich auch. Das waren auch so kurz die 80er, ne? Klasse. Ja. Ja, oder so ein bisschen schon, die, also ich habe so ein bisschen den Muff-Geruch. Ja, den Geruch aus, das sehr schön. Also manchmal noch mit Spiegelchen drin und so weiter, ne? Also, und das ist jetzt quasi die moderne Variante und ich finde das mega süß. Ich hatte hier... mir auch eins gemacht, so ein bisschen so mit Schleifchen und dann habe ich dann noch mal hier so ein paar kleine Kräusel reingesetzt. Ja. Von innen beige. Also man kann das verschieden gestalten, also unser Muster, was da hinten vorne liegt. Da also, gehen wir gleich mal gucken. Ja, da ist das, sag ich mal, ganz deutlich aufgenäht, also richtig plakativ. Und ich habe jetzt hier versucht, das, sag ich mal, so ganz leicht nur anzudeuten, dass du fast einen Blindstich hast. Ja, genau, ich habe jetzt gedacht, das passt jetzt zu dem Modell. Sieht ein bisschen schicker aus. Sieht das schicker aus, obwohl dieses wirklich auch so in Neonfarben finde ich schon klasse. Kriegst du es hin? Ja. Vor allen Dingen schließt schön und man kann es, sag ich, man könnte ja auch hier das Beutelchen verlängern und dann hätte man was für Kosmetikstifte oder sowas. Genau. Finde ich auch ganz toll. Ja. Oder für eine Brille. Zum Beispiel, ja. Komm, lass uns mal zum Tisch gehen und uns das Ganze nochmal angucken. Ich glaube, wir haben sie alle gut beschäftigt. Ja. Wir können jetzt noch ein bisschen fachsimpeln, wir beide. Ich freue mich. So. 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 Dann holen wir nochmal das Original aus der Zeitung. Du bist. Ja. Ich greife mal einmal davor. Guck mal, da liegt übrigens noch eine Brille von dir. Ja, ja. Könntest die andere jetzt daneben nehmen? Soll ich mal die wieder da so und. Genau, jetzt kannst du mal die nehmen. Muss ja jetzt nicht zusammengeschnitten werden. Auf keinen Fall. Genau, also hier hatten wir nochmal den Unterschied deutlich zu erkennen bei dem Modell, was jetzt ja auch in der Zeitschrift ist. Da ist jetzt Wert gelegt worden drauf, dass man auch wirklich den Faden sieht und dass der ein Stilelement halt auch ist. Ne? Ja. Finde ich ganz, ganz süß und dann ist von unten, also von innen ja auch dieser Neon. Ach, da ist jetzt das, weil ich hatte vorhin überlegt, mit dem wäre das auch witzig. Ja, ne? mit dem großen und den kleinen Punkten. Genau, sieht dann auch klasse aus. Ja. Also man, da kann man ganz viel mitspielen. Ne? Und das Schöne ist bei diesen Sachen eigentlich, du brauchst ja immer nur so ein Fetzen und sowas bleibt ja, ich sag jetzt mal, von so einem Kleid, von so einem schönen, was du da gerade anhast, bleibt ja immer noch so eine Restecke übrig. Mhm. Und daraus kann ich mir entweder passend ein Beutelchen machen oder das auch super süß verschenken. Ne? Also das ist noch, also ich sag mal, das ist jetzt noch in einem netten finanziellen Rahmen zusammen mit der Und es ist was Individuelles. Spange und es ist, kommt von Herzen. Also es ist ein richtig süßes Geschenk und ganz oder tolle Sache. Ich den Anfangsbuchstaben oder irgendwie noch ein bisschen nett dekorieren. Ja. Ich hatte hier auch mal so ein paar Sachen. Du hast noch Tüdelkram mitgebracht. Ich habe alles Mögliche an Tüdelkram mitgebracht. Ne? Also was man irgendwie noch verwenden könnte, da hatte ich jetzt ein Schleifchen, man könnte kleine Spitze oder so eine Hohlsaumbordüre, würde jetzt nicht zu dem Muster passen, aber wenn ich jetzt romantische Blümchen habe, sowas,
sieht dann auch schön aus. Also ich finde, gerade dieses Accessoireheft ist einfach auch so als Anregung zu sehen. Ja. Ne? Man hat also schon seine Grundschnitte, aber man darf eben nicht außer Acht lassen, dass man da spielen ganz viel darf. Mitspielen man kann. Man soll und darf spielen, ja, genau. Wir hatten gerade das noch angesprochen. Also das war jetzt nochmal ein Stilelement zu sagen, einmal benutze ich jetzt einen Faden und einen Garn oder einen Stickgarn als Stilelement und kann hier natürlich noch ganz viel Schnurks drauf machen. So, jetzt hattest du noch was. Wir hatten noch ganz viele Sachen da drin. Auf was wollten wir eingehen? Also, Makramee hatten wir ja Makramee schon. Makramee war schon. Das war das Einsetzen. Dann haben wir natürlich hier, das würde heute sonst den Rahmen sprengen. Also ich finde so Weekender ganz, ganz klasse. Ne? So einfach große Taschen, Sporttasche zum Verreisen, sowas. Sind natürlich super und sind auch schnell gemacht. Ja. Und was jetzt da ist, diese Anleitung für Weekender gibt es ja nun auch zuhauf und genug. Die Erklärung also von, da drin, das ist für mich immer wichtig. Ich bin jetzt wirklich Nähanfänger und ich sage jetzt mal, ich fange jetzt beim Makramee-Bändchen an und höre jetzt beim Weekender auf. Die Erklärung da drin, die interessieren mich jetzt nochmal. Also man hat hier gerade bei diesen beiden YouTuberinnen, gibt es nochmal ein extra Video auch, wo gezeigt wird, wie die das nähen. Ja. Also das ist auch total interessant so zu sehen. Chat-Telegramm weil jeder hat ja auch, ne, wie wir jetzt auch, jeder hat ja so seine Art, was zu erklären. Genau. Und das ist so ein bisschen auch schon Zeitraffer, aber dass man wirklich systematisch Schritt für Schritt auch bildlich das schon sieht. Ich habe Post gerade. Ich habe gerade Post. Das war das Geräusch. Genau, da hinten, guck mal, da hinten ist unser Bildschirm und da ist meine Post. Also die Monika, die fragt, dieser Verschlussbügel wird mit Hand angenäht. Ja, er wird mit Hand angenäht. Weil die arme Maschinennadel, ne? Ja, das geht nicht anders. Also so ein bisschen Handarbeit ist schon dann vonnöten. Ja, und das gibt auch so den Reiz, finde ich. Also, das ja, ist auf eben jeden das Fall. Besondere daran. Und es geht aber auch schnell. Also es ist nicht so, dass man da jetzt 20 Stunden da was annähen muss. Genau, und um nochmal den, wo ist dein Täschchen abgeblieben? Ach so, das mein, da hinten? Gesa, kannst du es nochmal einmal... Das braune die Schleifchen. Mama genäht hat, genau. Dass wir es noch mal einmal sagen. Das ist meine Tochter schon. Ja. hast du schon ein kassiert? Ja, so ist das. Ja. Nochmal darauf zurückzukommen. Also hier ist jetzt so ein Neongarn genommen worden, was auch wirklich bewusst genommen wurde. Mhm. Und du hast es so ein bisschen versteckt genäht. Das heißt, ich fand das jetzt einfach so zu diesem Style besser, als jetzt, sage ich mal, eine schwarze, dicke Linie. Ja. Und habe das dann immer nur so ein kleines so ein Fädchen genommen und dann zurück und dann rüber, wieder zurück. Und hier ist ja bewusst immer durchgestochen worden. Also wie so ein Rückstich immer. Genau. Das ist natürlich viel haltbarer. Ja. Super. Ja. Okay, so, bevor wir jetzt weiter in die Details gehen, dieser wunderbaren Zeitschrift, die wir heute vorstellen, euch ganz exklusiv, machen wir jetzt ein Gewinnspiel. Und zwar bin ich jetzt mal ganz frech, ich stelle überhaupt keine Frage. Ihr habt gesehen, irgendwo wird, glaube ich, unten meine Telefonnummer eingeblendet. Die ersten zwei, die durchkommen, die kriegen eine. Also ich bin gespannt, wenn gleich das Telefon klingelt, ran an den Hörer. Ja, super. Genau. Wir haben natürlich alles auch noch in Schrift erklärt. Ja, das ist immer wichtig, weißt du, und mit Bildern und ganz viele Leute sagen immer, oh, das verstehe ich nicht, das ist so wenig. Nee, und, also da ist wirklich auch, also alles super, bebildert, also die Zeichnungen, das ist ja so was wie bei den Einzelschnitten, ne? Dass man wirklich immer gut sieht, also wo die Bliseline ist, also wo aufgebügelt wurde, verstärkt wurde, der Oberstoff und man kann wirklich Schritt für Schritt bebildert und halt in Worten nachvollziehen, wie man arbeitet. Und das ist natürlich doppelt klasse, wenn ihr dann natürlich jetzt noch mit der DIY-Eule zusammenarbeitet, ne? Ja. Und die dann auch noch gleichzeitig, und ihr dann auch noch das da. Auch noch das, also ich kann lesen, ich kann ihr zugucken und ich kann hören. Es läuft. Also es geht also man, kann nichts schief. Also vom Makramee-Band zum Weekender, das ist alles da drin. Was hast du noch? Da waren noch so kleine andere Schnurzelsachen. Diese Bommelchen. Die Bommelchen. Ja. So. Oh, jetzt muss ich schnell zum Telefon. Deshalb suchst du schon mal die Bommel. Ich flitze. Ich eile. Noch einmal. So, hallo, hier ist die Britta vom Blabla Café. Wen habe ich denn da? Irina. Die Irina? Genau, Irina, ja. Irina, ja, herzlichen Glückwunsch, du bist durchgekommen. Ich habe keine Frage an dich. Und damit hast du schon mal wunderbarerweise die Burda-Style-Accessoires gewonnen und auch noch so ein nettes Maßband, so ein Rollmaßband. Das ist doch toll, prima. Ja, schön. Das freut mich. Sag mal, von woher rufst du denn an? Ich rufe aus Schwalmstadt an.
Aus Darmstadt. Ja, dann herzliche Grüße nach Darmstadt, dir schöne Pfingsten und ich mache nämlich jetzt gleich weiter. Ich lege den Hörer auf und da ich heute in Spendierlaune bin, liebe Irina, du bekommst es zugesandt. Du kannst deine Daten gleich hinterlegen, ne, damit wir es auch alles verschicken können an dich. Und ich lege jetzt auf und wünsche noch viel Spaß bei der weiteren Sendung. Mach's gut, tschüss. Dankeschön, tschüss. So, lieber Jan, ich nehme jetzt den zweiten in der Leitung auch noch. Hast du noch jemanden? Ich stehe hier gerade so gut. Eine Sekunde. Eine Sekunde, ja. Jetzt kannst du eigentlich hier so eine Jeopardy-Melodie machen. Dum, 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 dum. Ich muss ja jetzt warten. Warten ist nicht so meins. Martin? Was machen wir in der Zeit? Ah, geht schon wieder los. Also ich lasse noch einmal klingeln. Der Code hat aufgespielt und jetzt gehe ich dran. Hallo, hier ist die Britta vom Blabla-Café. Ha, super! Ha, super! Wer ist denn Ha, super? Ja, mit wem telefoniere ich denn jetzt? Ja, mit der Britta. Mit Britta von Oné aus dem Blabla-Café. Ja, aber du hast doch jetzt erst angenommen, das Gespräch. Das verstehe ich nicht. Das naja, macht doch aber gar ist es die Monika? Ja, die Monika. Ha, habe ich mir doch gedacht. Ja. Ich habe mir noch gedacht, ich kenne die Stimme. Ja, liebe Monika, schön, dass ich dich am Telefon habe. Du bist ja auch, du musst noch nicht mal eine Frage heute beantworten. Das ist super und die Zeitschrift finde ich ja echt klasse. Ja, die ist auch klasse. Das freut mich, dass du die gut findest. Und ich freue mich ja auch, dass wir dich nächste Woche sehen wieder in der Sendung. Ja, aber natürlich. Also ihr braucht es nicht verschicken, ich kann es dann nächste Woche mitnehmen. Guck mal, da sparen wir nochmal einmal die Portokosten sparen. Das machen wir sparen die Portokosten. Und hast du schon alle deine Sachen, die du ändern willst, rausgelegt? Also ich habe zwei Teile, zwei Winterjacken. Mhm. Die habe ich der Ella schon geschickt. Ein Foto muss ich noch nachreichen. Okay, also das du bist schon voll im Thema. Ja, voll im Thema, klar. Super. Alles klar. Dann werden wir nächste Woche noch mehr von dir hören und ich freue mich, dass wir dich dann sehen und die Portokosten sparen. Okay, ich meine, dich werde ich ja nicht sehen, aber dir wünsche ich dann einen schönen Urlaub. Dankeschön. Tschüss, liebe Monika. Tschüss. Tschüss. So, nächste Woche, da weise ich nämlich gleich nochmal darauf hin, haben wir nämlich eine Vertretung hier an meiner Seite. Meine Kollegin Ella ist nämlich da und die wird nämlich über Änderungen sprechen. Nur ganz kurz an dieser Stelle, die Monika, die gerade am Telefon war, macht da auch mit. So. Reparaturen. Reparaturen, die einen Schaden haben. Einen Schaden. Einen Schaden, genau. Ja, wir haben noch drei davon. Bleibt dran. So, jetzt gehe ich mal wieder zu meinen netten Damen, die hier alle so sind. Ist noch nichts weiter passiert? Doch, wir waren stehen geblieben. Wir wollten bei den Trotteln weitermachen. Liebe Hanne. Ja. Komm, die Trottel so. Genau. Ganz viele Trottelideen. Manche sagen Tassel, manche sagen, ich sag schon mal Bummel oder Bummel. Man sagt Quaste. Quaste. Ne? So. Sagt man gar da nicht sagt Trottel? Man, ich sag mal Trottel. Ich verstehe alles. Also für mich ist alles möglich. Ich glaube Quaste. Ja, Quaste. Das kenne ich gar nicht. Den Begriff kenne ich nicht. Aber Quaste kennt man halt so aus Kostümkunde irgendwann mal. Genau. Die mit Quasten besetzten. So ja. Historisch. Okay, ich sag genau. Trottel. Und das ist jetzt gerade hier so Frischella-Festival und so weiter, sag ich mal, wo alle sich wieder jetzt ein bisschen richtig aufstylen, so ein bisschen blumig, lässig, so ein bisschen hippie-mäßig, genau, hat man dann das jetzt auch, sag ich mal, hier wieder aufgenommen. Ja. Und damit auch mit den mit den Pompons. Ja, sagst ich sag du Pompons. Auch, genau. Das sind wir uns mal einig. So kombiniert, ne? Und so ein bisschen, da kann man wirklich die einfachen Taschen total schön aufhübschen oder hier noch mit einer Kette und Ohrringe fände ich super. Und es wird auch genau beschrieben, wie das gemacht wird. Ja, es gibt natürlich auch professionelle, sag ich mal, Gerätschaften. Ja, um diese, aber das macht ja nicht. Nee, aber man soll aber, ja schon ein bisschen Spaß dran haben. Man kann die ja auch bunt machen. Man kann ja auch verschiedene Sachen damit nehmen. Nee, ne? Gut, also kann man ja immer so gestalten, wie man möchte. Ich sag mal, wenn ich jetzt, ich bin ja immer noch fasziniert von meinem Makramee. Von deinem Makramee. Also wenn ich jetzt eine ganz kleine Quaste machen möchte, würde ich hier dann mein Sticker nehmen, würde das ein paar Mal umwickeln. Lass uns mal den Anfang machen. Soll ich wirklich mal so? Ja, mal ganz kurz. So einfach mal. So einfach mal. Mhm. Genau, wir nehmen also ganz normale Sticker. Stickern, ja. Vielleicht habt ihr noch was von Oma irgendwo rumfliegen, dann kommt das endlich mal aus der Ecke raus. Ja, aber ist auch schön. Man kann da ja Bänder mitmachen. Man kann da auch Bänder mitmachen. Also wer nicht sticken möchte oder aufhören will zu sticken, kann jetzt Bommeltrottel, Quaste. Ja, oder hier schön, ne? Genau. Dekoration, man könnte Initialen sticken. Also man kann, wir können da ohne Ende. Ja. Und, zeig mal ganz kurz. Ja, und jetzt
wenn man natürlich gleichmäßig, also für einen würde ich jetzt gefühlt, oh. Komm, einmal hier so. Ein bisschen, genau. Ja. Wir sind so zu uns beiden. Wenn ich jetzt nur einen Tassel machen möchte, ja. Würde ich jetzt einfach gefühlt ein paar Mal umdrehen. Ja. Und ne, hätte mein mal. Ja, ich möchte aber, sag ich mal, jetzt ganz viele gleichmäßige okay. An meinen Bändchen machen, zum ja. Beispiel. Mhm. Dann muss ich also schon mitzählen. Ah, jetzt ja, habe ich verstanden. Die Umdrehungen, die müssen stimmen. Die wenn die Umdrehungen nicht stimmen, dann... Das ist nicht gut. Okay, genau, jetzt müssen wir ja. ganz vorsichtig leise, ganz, ganz leise vorsichtig, sein. Jetzt ja. mal eben. So. War ich jetzt? Okay, 15. So. Man kann jetzt, weil ich möchte jetzt kleine machen. Ja. Ich schneide jetzt mal eben hier ab. Guck mal, ja, hier, stopp. Doch, ich habe Schere. Ja, genau. Ja. Immer am Start. Ja, genau. Sowieso. Immer. Immer. Jetzt ziehe ich das ab und ich möchte das jetzt nicht nur, also ich könnte das jetzt ja nur eins machen. Ja. Aber ich binde mir jetzt hier, ich habe das noch nie mit dem Lineal gemacht, weil es gerade einfach mal zu hören. Aber dafür ist das Lineal doch super geeignet. Ist jetzt einfach cool, sind 4 cm, sonst nehme ich mir irgendwelche Pappe ne, und ja. Schneide mir da was aus. Das war jetzt gerade hier einfach super. In der Nähe und war jetzt eigentlich gar nicht so geplant, aber hat ja gepasst. Hat gepasst, alles so. Gut. Und dann mache ich mir dann hier einmal oben ein Knötchen rein. Zittrig. Was ist nicht schlimm? Soll ich dir ja. helfen? Ich assistiere dir mal. Ja, das ist ja auch gar dir. Nicht so einfach, hier mal eben so eine Live-Sendung zu schmeißen, wenn man es nicht gewohnt ist. Ne? Nein. Aber es ist nichts Schlimmes, weil... Also ich fühle mich auch eigentlich ganz wohl. So. Und wenn wir was trinken müssen zwischendurch, dann müssen wir einfach mal sagen, so, wir können jetzt gerade nicht mehr. Wir müssen Martin rufen. Dann klappt das genau, auch. Ich da, halte noch genau, mal. Genau, da einfach halten? Mal diese zwei... Ist auch eine nette Partnerbeschäftigung. Ja, ich finde auch ne? Also so. Falls man der Fernseher kann sich dabei mal ausfällt oder so. Unterhalten und man kann abschalten. So. Ich glaube, die Kathi und die Doris, die denken gerade, was machen die beiden na, eigentlich da vorne? Die kennen mich. Ja, ich glaube, der Rest kennt so, uns ja auch. Jetzt möchte ich ja eben eine kleine haben. Die schneide ich einfach hier in der Mitte durch. Ne? Ja. So. Und hier, da muss ich ja nochmal meine Quaste... fixieren. Ich hatte auch so ein, ich könnte jetzt zum Beispiel auch was in Neon nehmen. Nee, soll ich jetzt einfach mal Ton in Ton bleiben? Wir bleiben jetzt einfach mal hier so, wir bleiben ja. einfach mal so. Ich muss mal da, kurz genau, weil ich muss jetzt, ach so, ne, das ist ja hier mein Ende. Genau. Da, das lasse ich immer lang, weil ich das irgendwo noch anknote oder annähe. Vielleicht muss ich das in einem Faden nochmal einfädeln, ja. weil ich das zum Beispiel hier annähen möchte. Jetzt hast du aber auch das kleinste, fummeligste Ding raus. Ja, das ist ja. jetzt nur, weil ich an meinen Armband gedacht ja, habe. Ich hätte jetzt ja einfach mal so in Taschengröße auch mal was machen nein, können. Nein, ist alles gut. Ja. Aber es geht. Ja. Also du wickelst und wickelst und wickelst und wickelst. Ich wickel und wickel und wickel. So. Und jetzt kommt der Moment. Und vor allen Dingen ohne Brille. So. Das ist doch toll. Guck mal, die Gesa, die Mama wickelt ohne Brille. So. Super. Und das würde ich jetzt, weil das jetzt so fein ist, ja. würde ich das jetzt schon in eine Nadel und dann einmal ein bisschen verstechen. Ne? Das würde jetzt sonst, vernäht werden. Das würde vernäht werden. Ansonsten nehme ich ja mein anderes Ende hier. Das hast du jetzt schon einmal verwickelt. Was ich jetzt mit eingewickelt habe, schlauerweise. Und würde dann Knoten reinmachen. Und ich würde dann, ich hätte ja dann das längere Stück hier ja. und würde dann Knoten reinmachen und würde den Knoten was brauchst du? Ja, ich nehme jetzt einfach, dann würde ich dann die Schere nehmen und... Ja. und schubs meinen Knoten so dann, darunter. Ja, gut. Ich ja. glaube, das Prinzip so, haben wir das verstanden. Das Prinzip haben wir verstanden. Wir also hier jetzt ist jetzt, weil ich ja nur noch das eine habe, das andere ist ja schon schön fest, ja. würde ich jetzt das hier nach innen ziehen und dann nochmal vernähen. Ja. Und dann wird das hinterher wird dann wunderbarerweise hier, da dran dann kommen. Dann wird das wunderbar. Ah, ein ne? Träumchen. Ein Träumchen und habe ja direkt noch das andere. Das und machen wir gleich das, weiter. Das machen wir jetzt gleich weiter. Und dann kommt und dann das, könnte das ich da mir ja auch. Könnte ich mir ja auch mehrere Farben machen. Ja, und dann auch zum Coachella-Festival, ha? Natürlich. Ne? In dem Outfit jeden, auf jeden Tag Fall. In Kalifornien. Und ja, genau, da kommen wir öfter mal vorbei. Das ist ja ganz in der Nähe. Ja, sehr aber schön. Wir haben ja bei uns das Paruka-Will, dann können wir auch nochmal ja, gut, reden. Dann können wir da uns ja aufmachen. Hat irgendjemand von euch eine Frage? Guck mal, jetzt winken sie, jetzt haben wir das doch gut überbrückt. Wir wissen jetzt schon mal, wie es praktisch geht, kleine und große Trottel zu machen. Komm, wir machen uns mal auf, ich nehme deine Brille mal mit. Ach, oh, ja, sehr gut. Ich auch meine. Wärst ja. du, Chris, auch eine? Du brauchst eine? Nein. Ich glaube, wir alle, oder? Ich brauche noch keine.
Fragen wir uns mal nächstes Jahr. Jetzt habe ich das sehr gut auch schon dran genäht. Boah, du warst ja richtig fleißig. So, jetzt hast du aber was aber übersprungen. Jetzt müssen wir uns... Genau, nee, jetzt weil ich war, als du deine Telefone angenommen hast, war ich hier. Ah, okay. Und habe dann schon mal... zwischengearbeitet. Ja. Dann musst du jetzt mal eben kurz für die Zuschauer erklären, wo du, was du getan hast, weil das war jetzt wichtig. Ja, ich habe also das ja hier umnäht, bis hierhin. Ja. Dann habe ich das eingeschnitten an beiden Seiten. Ja. Und hier... kleiner gemacht. Also ich habe hier so Ecken reingeschnitten und das war ja ein bisschen breiter, das so sieht breit wie hier. Perfekt aus. Dankeschön. Das tut gut. Ja, ist auch super. So, und jetzt? Ich habe aber schon einmal aufgetrennt. Ach, nein, das darfst du nicht sagen. Hat doch keiner mitgekriegt. Okay. Und dann hat die Hanne mir gesagt, ich kann das Futter jetzt auf links reinstopfen. Du hast gesagt auf links. Du hast da selber reingetan, Hanne. Oh, ich war hier gerade so beschäftigt. Da haben wir das jetzt mit der... Doch. Alles so, jetzt habt ihr heimlich gestopft und wir haben es nicht mitgekriegt. Nee, es muss ja von innen rechts auf rechts liegen. Ich hole es also jetzt wieder raus. Ja, wir haben das Futter. So, jetzt müssen wir nämlich haben wir jetzt, doch haben wir richtig. Ist alles richtig. Ja, jetzt ganz ruhig. Ja. Sonst müssen wir gleich hier mal so einen Müllergeist. Beim nächsten Mal mache ich dann langsamer. Also ich habe hier ja ein Loch reingemacht. Baldrian geht vor 22 Uhr. Ich habe hier einen kleinen, ich hoffe, das Loch ist nicht zu klein. Das ist ein bisschen klein. Ich merke das schon. Weil das dicke Leder alles ist streng. Vor allen Dingen, es müssen jetzt mindestens, also guck mal, mein Daumen passt gerade durch, ne? Und wie will der Daumen alleine denn da glücklich werden? Also du musst schon mal hier mit so zwei so. Okay, kannst du nicht ziehen. Das ganze sperrige Lederimitat muss dann, da durch. Dann muss ich nochmal hier ein bisschen öffnen. Hand anlegen. Auf jeden Fall. Hand anlegen. So, aber jetzt folgendes, du hast jetzt was gemacht, damit wir es auch verstehen. Ich habe ein Maul gemacht. Du hast ein Maulchen, ein Mäulchen gemacht, genau. Also... Ihr habt die voreinander gelegt, rechts auf rechts, und habt dann einmal die Restlaschen hier oben, diese obere Kante, die habt ihr einfach frech voreinander genäht. Einmal von der einen Kante bis zur nächsten und auf der nächsten Seite nämlich auch. Ihr seid alle zu schnell hier. Ja, okay. So. Aber ich muss ja wieder aufmachen. Ja, nur ein Stückchen. Aber dann, das Prinzip ist, denke ich mal, jetzt klar geworden. Mhm. Ne? Man hat also nur praktisch die Futtertasche einmal gewendet, die dann rechts in die... Tasche, die nicht gewendet ist, gesteckt. Genau. Und dann wurde dann, Und dann kann man das Mäulchen besser zunähen. Mhm. So. Wie wichtig ist das jetzt, dass man das wirklich bis haargenau auf den Punkt näht? Wie wichtig ist das jetzt wirklich? So, Kathi, jetzt reiß ich dich rein. Also hier finde ich, habe ich es ganz schön gemacht. Hier auf der Ecke ist es ein bisschen unglücklich, aber mal gucken, vielleicht wird das dann mit dem Verdeck. Ja, soll ich dir was sagen, zur Not machst du einen Quassel. Ein Trottel. Eine Quaste. Auch nicht schlecht, Quaste und Quassel. Und legst sie da einfach drüber an der Seite. Dann bist du auch hier bei Coachella voll dabei. Muss ich das jetzt eigentlich auch einschneiden? Ja. Auch wieder nach innen und auch wieder ein bisschen einkürzen, ne, weil das ja so sehr schwer ist. Also mache ich jetzt auch solche... Wie du unten gemacht hast, kleine Eckchen, nur in der Rundung. Genau. Und dann auf jeden Fall auch noch ein bisschen knapper beischneiden. Aber jetzt mache ich erst das Futter wieder ordentlich. Ne? Oh, ja, ordentlich. Ein bisschen ordentlicher auch. Etwas ordentlicher bitte. Aber immer gucken hier mit deinen... Was habe ich denn falsch gemacht? Da ist doch sehr schön. Hier ist eben die Farbe. Da bin ich ein bisschen. Da sieht das von der Seite schön aus, aber von der nicht. Ne? Vielleicht könntest du hier noch einmal kurz daneben. Siehst du das? Ja. Ich würde noch mal einmal hier so dann. Ja. Dann sind wir alle. So, Hilfe. Hilfe. So, jetzt haben wir Nicht, diese Lederecken jetzt zu schneiden. Also, warum nicht? Ja, nee, einfach nur. Eigentlich würde ich die jetzt so, wie es liegt, abschneiden. Ja, komm. Ja? Ja, auf was willst du denn warten? Ich meine, die 90 Minuten sind gleich um. Dann machen wir bitte die zweite Ecke auch. Nein, ja, guck mal, und selbst da kannst du noch ein kleines bisschen hinterher fegen. Ja, das macht gar nichts. Dann kann ich gleich in einem durch. Genau, da hast du jetzt wirklich Bedenken und Angst gehabt. Ja, ich habe auch. Angst vor der Ecke? Ja, denn gerade die Ecke. Auf dem Tennisplatz bin ich nicht ängstlich, aber hier wohl. Ja. Das bin ich, aber ich hätte dich jetzt auch ein bisschen anders eingeschätzt. Okay. Also ist auch nicht so, wie sie hier Du meintest, also sie kokettiert so ein bisschen mit ihrer Angst. Ich weiß auch nicht, also. Ja, guck mal, jetzt mal. Du hast es doch perfekt. Hast es doch schön hinbekommen. Sehr schön. Ja, das ist aber auch ein viel leichterer Stoff zum Nähen als das Leder. Da hast du da ja schon wie, du willst jetzt dich über das gute Dortex-Leder hier beschweren? Nein. Ja. Ich, dir auch nicht ich möchte dieses schöne Stück nicht zerschneiden. Doch. Ja, das Schöne ist nämlich, das kriegt man nämlich auch so Reststücke auf der Dortex-Seite. Das muss ich auch mal eben einmal kurz gucken, bevor ich jetzt hier weitermache.
Da könnt ihr nämlich wunderbare Reststücke von unserem tollen Naturleder kriegen. Wenn ihr die Etiketten in Naturleder natürlich ja. auch noch wollt, gibt's sie da auch. Nee, ein bisschen können wir noch machen. Also da darf man echt nicht so... Nee, es muss ja gegeneinander liegen. Es muss gegeneinander liegen und ich glaube, ich muss mal andersrum. Guck mal, jetzt steche ich dir schon fast das Auge aus. Nein. Also besser ist dann von beiden Seiten noch mal einmal so ein kleines bisschen und dann wirklich ja. mutig abschneiden und dann noch mal etwas gerade machen. Also ein bisschen... Das mache ich nur eben, wenn ich es rausnehme, ja. So, das ist ja nur die Ecke. Also eine spitze Schere, die schneidet, ist immer von... Gold wert. Von Nöten, genau, und Gold wert. Und man muss sie immer verteidigen. Ich zumindest hier gegen meine Kollegen, die damit immer Papierschalen schneiden wollen. Das geht gar nicht. Nein, ja. Das erlaube ich der Familie auch nicht. Nee, es ist so, ne? Die liegt an der Nähmaschine und bleibt da. So, hört. Ja, guck mal, und dann geht das hier nämlich... Dann geht das doch wunderbar. Also ja. trau dich. Ja. Trau dich einfach. Nee, ich gleich durch. Genau. Da oben wird die Ecke gleich auch nochmal schwieriger, aber die nehme ich auch so wie gerade. Nein, ja. Komm, das machen wir jetzt einfach. Du musst wirklich nur gucken, dass ich genau den Zentimeter habe. Genau, dass der Zentimeter da ist. Deswegen habe ich mir da die 2 Zentimeter Linie eingezeichnet. Genau. Was ist jetzt los? Chat-Gewinnspiel! Ah. Wie Chat-Gewinnspiel? Chat-Gewinnspiel! Okay, wir müssen, da wir... Martin, hör auf! Chat-Gewinnspiel! Also für alle eine Runde Baldrian. Jetzt hör mal auf da, das nervt. Auch. Also, eine Frage für den Chat. Du machst jetzt weiter, ja. ne? Eine Frage für den Chat, Dankeschön. Meine Lieben. Also wir müssen hier loslegen, weil sonst kommen wir um in Bourde Accessoires. Also eine Chat-Gewinnfrage. Und zwar die ersten 6, die Bourde Accessoires richtig in den Chat geschrieben haben, nehmen an der Verlosung teil. Auf, Dankeschön. Für alle, die kein Telefon Martin. Haben. Nee, wirklich? Doch. Echt? Ja, doch. Ja, wir brauchen so einen vor kleinen... 22 Uhr. Ja, das ist aber unser Baldrian. Oh, ach so. Homöopathisch. Homöopathische Dosen. Das auf jeden Fall, biologisch, so, dynamisch. So, auf die richtige Schreibweise. Ich brauche die richtige Prost. Schreibweise. Oh. Die richtige Schreibweise. Prost. Oh. Ja, nee, Prost nicht, ne? Also ich meine... Nein. Oh, Baldrian. Oh. Auf keinen Fall. Wir müssen... Die Hanne, die ist noch so ein bisschen nervös. Die richtige Schreibweise. Bis jetzt sind nur 2 richtige. Bisher nur 2. Guck mal, die Carola schreibt drunter, vertippt. Dafür kriegt sie doch auch was, das ist doch süß. Dafür kriegt sie auch was, fürs Vertippen? Ich finde es schön. Vertippt finde ich süß. Für vertippt kriegt Carola was? Ach so, das ist jetzt nicht, die hat nicht vertippt geschrieben, sondern die hat sich vertippt. Ich dachte, die hat aus Gag vertippt süß. Geschrieben. So machen wir es einfach. Ja. Hör mal, von Ritter? Dem Zeug werde ich so ruhig, das glaubst du gar nicht. Meine also das tut wirklich gut. Das ist übrigens meiner. Und das ist der von der Doris. Schön aufpassen, schreib mal B und D dran. Ich bin direkt schon entspannter. Ja, ich sag mal, so ein Schluck Baldrian zwischendurch ist schon was Feines. Mhm. Sag mal, lieber Jan, haben wir schon 6? 4. 4. So schwer war das jetzt aber nicht. Lieber Chat, was ist denn da los mit euch? Ihr seid doch sonst auf Zack. Stehe ich jetzt wieder nicht. Also, liebe Doris, ja, das Schöne ist ja dafür, dass ich jetzt eigentlich meine zweite, also überhaupt eine Tasche mir ne, erhofft habe. Ach so, Britta, ja, das sieht gerade schlecht aus. Haben wir noch 40 Minuten? Ich bleib länger. Okay. Wir haben 6. Wir haben 6? Wir haben wirklich 6? Haben wir auch noch 7? Haben wir nicht. Okay, wir dürfen würfeln. Wer mag den würfeln? Einmal der Mädels. Tristan. Tristan darf. Mein Mann im Ohr hat mir gesagt, Tristan darf. Dann komm mal her. Gib dir gut Mühe. Machst du? So, die Nummer 5. Herzlichen Glückwunsch. Wer ist denn die Nummer 5? Lieber Jan? Oh, du weißt das nicht. Ich glaube, Gast 4573 hat gewonnen. Ja. Gast 4573, herzlichen Glückwunsch von dieser Seite aus. 1 davon geht auch an dich. Von den wunderbaren Heften. So, sehr schön, brauche ich nicht mehr, danke. So, du darfst wieder in die Kamera. Ja, guck mal. Gut, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Ja, was gibt's denn jetzt noch Neues bei den Mädels da hinten zu sehen?
Wer hatte denn nochmal vertippt geschrieben? Hanne, hattest du das noch im Blick, wer da vertippt geschrieben hat? Eine Carola, oder? Carola? Irgendeine Carola, meine ich. So, Carola, weil du das so süß war und ich glaube, du hast es auch richtig gemacht. Ich glaube, Hanne, das ist in deinem Sinne, oder? Sehr gerne, ja. Gibt's für dich das Bruderstyle Schneiderlineal plus einen Stift dazu. Guck mal, wenn ich den so rummache, dann sieht man das gar nicht. Muss ich ihn so anmachen. Genau. Jetzt so. Nächste. Kriegst du auch noch von mir. Jan, die Carola fischst du mir auch noch aus der Gruppe, ne? Aber sicher. Super. Ja, in dem Sinne kann ich mal ganz kurz auf die Gruppe aufmerksam machen. Die Facebook-Gruppe Klein, aber fein. Mit, oh nee, da gibt es so ein paar schöne Sachen, Anekdoten manchmal, etwas Hintergrundwissen und letztendlich auch ja, Unterhaltung zwischen euch, was immer ganz toll ist. Ihr könnt euch austauschen, ihr könnt mich was fragen. Ich freue mich immer über neue Mitglieder. Ich freue mich immer über neue Mitglieder und ja, freue mich über jene, der mal reinguckt und mal was zu sagen hat. Ich freue mich auch über Themenvorschläge. Ich freue mich praktisch über alles. Gut. Und wenn wir schon mal einmal jetzt gerade beim Werbung machen sind, dann ist es auch immer noch nett, wenn ihr auf www.blabla.café dabei seid. Da gibt es nämlich zu jeder Sendung immer noch einen tollen Artikel dazu. Ja, das ist auch eine schöne Sache. Und Jan? Ja. Kommst du noch mit? Ja, sicher. Okay. Dann, was auch noch gut ist, wenn ihr hier mitmachen wollt. Egal, als Teilnehmer oder als Besucher, weil da hinten sind immer noch unsere Kaffeetische ganz leer, dann dürft ihr gerne eine Mail an mich schreiben oder an unserem Teilnehmerformular euch auslassen und mir schreiben und sagen, ja, ich möchte bei euch mitmachen, ich habe folgendes Thema, ich brauche Rat und Hilfe. Einfach mal reingucken, mitmachen, neugierig sein, es tut nicht weh, liebe Doris, oder? Nein, nein, es tut nicht weh, seht, und ne? Vielleicht habt ihr mal Lust, hier mitzumachen. Ist eine schöne Sache. So, habe ich jetzt alles durch? Noch nicht ganz, ne? Wir waren noch bei was. Ich musste noch auf was aufmerksam machen. Da komme ich, wo ist die Klatsch geblieben? Die Originalklatsch? Die Originalklatsch. Die Originalklatsch. Wo ist sie hin? Hat deine Kollegin kurz fürs Foto geholt? Meine Kollegin hat die fürs Foto geholt. Ja. Liebe Kollegin Julia, ich brauche die Originalklatsch zurück. Mal gucken, wo, sie jetzt, wo ich sie jetzt raushole. Ah, da kommt was. Oder? Ich höre nichts. Mal da wohin? Lass mich an. Nö, dann warten wir noch ein bisschen. Du bist jetzt fertig. Jetzt können wir was machen, sonst hätten wir noch ein bisschen fachsimpeln können, wir beiden. Okay. Nee. Jetzt kommt das nächste Tolle. Was kommt denn? Ich habe das Loch größer gemacht. Gucken wir mal, ob das groß genug ist. Ist es, jetzt muss alles da durch. Und habe hier die kleinen... Ja. Maul. Ach, die Seite habe ich noch nicht. Die habe ich vergessen. Ja, wäre schon gut. Da muss ich noch mal weitermachen. Ja. Wie jetzt? Hast du uns jetzt hier hingeholt und hast du uns ja, jetzt ich habe gedacht, eine Seite reicht. Das sieht so hübsch aus. Ne? Aber da habe ich gemerkt, dass ich die Julia Seite noch nicht gemacht habe. Okay, gut. Da brauche ich noch einen Moment. Der Moment. Und dann kommen wir noch mal da hinten hin und reden wir jetzt. Okay. Danke, super, liebe Julia. Wir können nämlich noch mal ganz kurz sprechen, wir beide. Ja. Und fachsimpeln. Weil hier sind nämlich noch neben den Quasten. Die Quasseln, genau. Eigentlich Trotteln. Ich will immer Trottel sagen. Ich weiß auch nicht, warum. Deswegen Quaste kommt mir noch nicht so richtig über die Lippen. Hier sind noch so schöne Steinchen drauf. Die wurden jetzt leider, sind im ja, Transport irgendwo stecken untergegangen. Genau, ja. Sie sind stecken geblieben. Die Schweiz ist ja etwas... Die Schweiz ist etwas weiter weg, genau. So, was ist das jetzt genau? Nochmal das sind, darauf einzugehen. Oder... Das sind jetzt Swarovski-Steine. Ja. Und mit denen kann man natürlich, die haben eine tolle Brillanz, da kann man die ganz einfach, die sind auf Papierträgern oder auf Plastikträgern, je nachdem, wie es eben aufgebracht werden soll. Meistens ist sie erst auf so einem ja, bügelresistenten oder hitzeresistenten Träger und dann wird das einfach aufgebügelt. Es gibt verschiedene Ornamente. Die und jetzt auch verschiedene Farben kommen. Verschiedene alles. Farben, alles. Also da kann man ohne Ende aussuchen. Es gibt das für Jeans-Applikationen, für alle ja, leider sind Varianten. Die nicht da. Leider sind sie nicht da, sonst hätten wir da einiges genau, zeigen können. Genau, aber wir haben es ja jetzt hier als Beispiel auf der Tasche. Und wir blenden jetzt mal eben für alle sichtbar das ein, für alle Zuschauer. Vielleicht sehen wir das auch einmal kurz, das Bild, dass ihr das im Internet bekommen könnt. Wie, jetzt ist Jan gerade nicht da. Jetzt... Es ist immer so, ich erwische immer den Augenblick, wo die Regie gerade irgendwo, wo auch immer ist. Also lieber Jan, ich hätte jetzt gerne eine Einblendung. Eine Sekunde.
Ich habe immer ein Glück damit. Unglaublich. Also jetzt planen wir nochmal für alle Zuschauer. Da ist es, genau. Ja, ja. Die Homepage und Internetseite ein, über die man das alles Österreich, wunderbar... Ist ja gar nicht Schweiz. Ist ja bergig. Klar, da gibt es ja auch diese Grotte, die man besichtigen von André Heller. Ist das so? Ja, so eine Kristallwelt. Ich kenne mich nur in Kalifornien aus. Ja, natürlich. Okay, ja. Haben wir gesehen, also da könnt ihr das drüber beziehen. Genau, da gibt es ganz viele tolle Sachen. Jetzt scrollt der Jan da mal ein bisschen durch. Genau, da kann man schon ganz viele schöne Sachen aufbügeln. Also man muss sie nicht einzeln aufkleben. Es geht ganz leicht. Super, vielen Dank, lieber Jan. Gerne. So, jetzt wird hier genäht. Jetzt können wir mal einmal gucken, bei der Doris. Die Doris rattert jetzt hier über das Leder. So, jetzt hätte ich gerne mal einen Erfahrungsbericht, einen Kurzbericht von dir. Es geht wirklich gut. Ich habe Angst gehabt, dass die Naht, die nachher sichtbar ist, unregelmäßig ist. Aber das gefällt mir sehr gut. Ja, und du hast auch Kontrastgarn gewählt. Du bist ganz mutig, ne? Genau, ja. Aber ich finde gerade das nachher schön. Sieht auch schön aus. Dass es wieder zu diesem Kork passt. Mhm. Und da hätte ich jetzt schade gefunden, wenn ich Ton in Ton gegangen wäre mit der Naht. Sehr schön. Auch das sind wieder Gestaltungselemente. Und was wichtig ist, wenn du jetzt das Leder nähst, nicht ganz so schnell. Ich habe dich gerade schon so ein bisschen rattern hören. Ja, habe ich auch gemerkt. Genau, wir hatten schon im Vorfeld besprochen, die Yuki näht da wirklich mega gut drüber, keine Frage. Aber auch sie braucht ihre Zeit. Ne? Ja. Also das ist schon, wie gesagt, Leder ist jetzt nicht so ganz ohne und das ist auch ziemlich festes Stück. Und deswegen lass ihr ein bisschen Zeit. Aber es sieht toll aus. Gut. Nein. Was ist denn jetzt mit unserer zweiten, mit unserer Tasche da vorne? Mit unserer Geldbörse. Die zweite Seite ist jetzt die zweite Seite. Einmal ist präpariert. Ne? Ordnungsgemäß fertig. Ordnungsgemäß. So, und jetzt kommt die jetzt alles Entscheidende. Jetzt kommt der Moment. Ist die Öffnung groß genug, um alles jetzt da durchzuziehen? Ist es immer noch zu klein? Ja, ich glaube, weil das hier so sperrig ist. Aber ja, du kannst es mal versuchen. Versuch einfach, sonst machst du halt noch ein Stück auf. Also ich muss jetzt quasi... Alles da durch. Genau. Ja. In einfach die mutig. Richtung. Ja. Ja. Richtig, mutig in die Richtung. Weil es ist nicht ganz so geschmeidig, aber Kati. Geht. Kati. Vertraut mir. Kati, du schaffst das. Das sieht gut aus. Ich habe, ja, weiter. Doch, fast. Kati, trau dich. Ja. Ja, ja. Die Monika wundert sich übrigens, warum ihr das Leder einfasst. Warum wir das Leder einfassen? Was fassen wir denn ein? Wir haben noch nichts eingefasst. Nur umgeschlagen und abgesteppt. Meine Frage mit dem Einfassen des Leders wurde noch nicht beantwortet. So, Moni, und keiner weiß, was du da fragst. Ich geb's nur weiter. Was denn Einfassen? Nee. Also bis jetzt wurde nichts eingefasst. Wir haben nur, wir haben das nur umgeklappt und man nicht könnte, eingefasst. Wir, also man könnte es natürlich nicht einfach... Du musst in die Kamera. Ach so, die Kamera. Genau. Ich bin da raus. Die Monika hat das gefragt. Wo ist denn das rote Licht? Also man kann es einfach auch direkt ausschneiden und so nehmen und man könnte auch nur einen Zierstich draufsetzen. Aber wir haben es jetzt einmal zur Stabilität, weil es als Klatsch auch schöner ist, mit ein bisschen mehr Schwere haben wir es einmal umgeklappt und weil wir es ja auch einstecken möchten. Ansonsten hätten wir vielleicht ein Lederband oder ein Gummiband drum geschlungen, wenn man es jetzt einfach pur genommen hätte im Zuschnitt. Aber so ist es etwas fester. Man kann es natürlich auch mit irgendwelchen Bändern einfassen, aber das wäre in dem Fall wirklich zu viel. Genau, sehr aufwendig und zu viel. So, jetzt bist du gefragt. Wir sind jetzt hier soweit. Jetzt wird es ganz spannend. Ich lehne mich zurück und lass dich jetzt weitermachen. Ja. Welche Naht muss ich als nächstes jetzt machen? Also hier kommt ja nachher, ne, das dürfte eigentlich nicht überstehen hier. Ja. Weil das wird ja nachher hier rüber geschlungen. Ja. Also wir steppen. Kante auf Kante, genau bis dahin, hier. Was wird jetzt genau gesteppt? Wir legen jetzt, werden wir nochmal messen, du hast ja auch noch hier die Anstoßlinie. Ja. Mal gucken, was wir davon noch erkennen können. Also hier ist einmal die Seite, ist jetzt etwas breiter, also gehen wir ein bisschen mehr nach innen. Es muss genau hier Kante auf Kante sein. Ja. So, von der Höhe her. Müssen wir auch gucken, dass ich es klappt. Jetzt, ich bekomme es jetzt nicht gesteckt wegen dem Leder. Nee, deshalb nehmen wir ja hier die Klipse. Ja. Genau. Einfach mal. Nur einfach jetzt zum Ausprobieren. Ja, ja. Weil
wie das jetzt passt. Also wir klipsen. Hattest du die aufeinander gelegt, ob die gleich groß sind oder? Nee, hatte ich vorher nicht. Ja, aber, vom Messen her müsste passen. So. Ach so, habe ich meine Haare. Dein Ohrring. Mein Ohrring ist es. Dann versteht man dich nicht. Ah, okay. So. Ja. Was machen so wir jetzt? So ist ja mein Resultat nachher, ne? Dass wir nachher das so dann hier einschieben können. Mhm. Und es muss jetzt als erstes genau nochmal über diese Naht genäht werden, ja, bis dahin und hier. Und auch noch aber nicht Stück durchgenäht, das ist jetzt wichtig. Noch hier, ne? Nein, nicht durchgenäht, ja, deshalb schließen wir ja auch noch nicht diese Seiten. Ja. Ich wollte jetzt, weiß einfach mal, jetzt würde ich wieder, normalerweise würde ich mir das stecken. Können wir jetzt, ne, ja nicht. Können wir jetzt ja nicht mit dem Leder. Deshalb also, lassen wir das jetzt mal. Wir nehmen die, ja, da ja, nee, ja, genau. Das und machen wir nehmen wir die langen. Genau. Ja. Die langen finde ich auch gut, aber dass wir da die Ecke fixiert haben. Ja. So. Damit es mir nicht wegrutscht. Genau. Gleich. Und dann müssen wir jetzt ja hier aufklappen. Hier kann ich vielleicht auch noch so eine lange nehmen. Warte, ich glaube, die muss ich eben noch holen. Ich vergeiz dich mal wieder und habe nur zwei aus meiner. So. Box. Weil wir klappen das ja aus, ach so, ne? Dann darf dann ich die hier gar nicht so stecken, ja? Nee, genau. Wir müssen nämlich einmal hier aufmachen. Man könnte es ja aber auch anzeichnen, ne? Das man würde auch, es auch. Ich hatte jetzt auch erst gedacht, mit dem Trickmarker ja die Kante aufzeichnen, aber mit dem Kork und es soll ja auch sofort schön aussehen und nicht zwei Stunden warten, bis er verschwunden nein ist. Nein, wir wollen jetzt sofort. Ich muss noch schönes eine Resultat weitere Tasche schaffen. Ach so. Alles gut, nein, nein, ganz entspannt. Es gibt noch so schönes Leder da vorne, ne? Oder wie war das für dich oder so? Ja, ich hatte gehofft. Ja, aber da ich hier in jeder Sendung leer ausgehe. Oh. Ja. Ja, nicht ganz. Also, ja, so, ja, nicht ganz. Ja, ja, lach du ruhig. Das naja, ist ein Insider hier. Nee, so, ja, einmal drüber nähen und zwar nur dieses Stückchen. Genau. Ich würde jetzt auch nicht bis zum Ende nähen. Ich weiß nicht, ob ich das muss optisch. Also hier war es. Ja, ich so habe jetzt hier gedacht, optisch, ob das jetzt so schön ist. Dass man hier nochmal einen Riegel hier setzt. Noch eine kleine. Nee, nee, das, du musst Kante ja nachher die Lasche reinstecken ja können. Da musst du ausprobieren. Bis möchtest hier. Du, ja, also das möchtest du auch so. Ja, oh, ja, okay. Ich muss mal eben vorhergreifen. Ja. Also ich würde das auch so sagen, das ist so fast, das sind hier 2,5 bis 3 Zentimeter. Ja, dass man die noch da vorne um die Ecke auf geht. Jeden Fall. Ja, ist eben die Frage rüber, so, ob das verriegelte, aber das ist halt dann so, ne? Weil das fällt ja jetzt in diesem Kontrastgarn mehr auf. Ich finde das aber nicht schlimm. Ja. Nee, das gehört dann so dazu. Dann ja zur Festigkeit. Genau, ja, dann machen wir ja dann doch hier mit dem Trickmarker mal kurz einen Punkt. Hier ist der Trickmarker. Ja, genau. So. Würde ich auch machen. Mhm. 2,5. Ich sehe schon, du bist richtig pingelig, ne? Ja, so Nähte und Dekoration und so muss schon schön sein. Man was kann ja schon mal so an unsichtbaren Stellen so ein bisschen schummeln, aber weil ich kriege schon immer so, du bist so streng. Ich freue mich ja immer wieder, wenn das andere auch so sind. Habe ich beides bei 2,5 ja gemacht. Sehr, das ist ja doch schön. Sehr schön. Gut, ja. Jetzt darfst du da musst jetzt, ohne dass es jetzt loslegen großartig verrutscht, darüber das schaffe ich fuseln. Da gucken das wir noch mal eben kurz über deine Schulter. So. Damit wir auch noch mal einmal gucken, ob das jetzt auch so geschmeidig geht. Jetzt verriegelt die automatisch, ne? Ja. Das heißt, die ist eigentlich jetzt punktgenau. Das ist eine gute Sache jetzt bei der Yuki gerade. Ah, ich drehe schon. Und dann einmal drehen. Genau. So. Jetzt darf ich die Klammer weg. Weil wir hier so viele schöne Ideen haben, glaube ich, dauert es nicht mehr lange, bis wir die letzten zwei Burda-Accessoires-Zeitungen machen wir um 5 vor. Du sagst mir nochmal Bescheid, Jan? Aber sicher. Aber schön. Schön, dass du auf mich aufpasst. Das sieht gut aus. Ich finde das doppelt gesteppt sogar toll. Ich finde auch. Also mir gefällt es. Das wäre schon fast eine Überlegung, das andere auch nochmal doppelt zu steppen und etwas dickeres Garn zu nehmen, ne? Lass mich mal. Ja, da muss ich mich jetzt entscheiden. Ja. Wenn ich eigentlich, wenn ich denn jetzt mit dem gleichen Garn nochmal von rechts drüber. Ja.
Das sähe eigentlich gut aus. Dann könntest du, dann würde ich jetzt einfach an der Naht einfach da an der Stelle nochmal ansetzen. Ja. Und würde vielleicht, also muss natürlich nur richtig gut genau nähen, dann nochmal einmal drüber nähen bis da vorne. Das mache ich. Ja, ich finde das auch gut. Ich mache es. Und das ist das Schöne, da fallen einem, während man sich sowas anschaut, immer nochmal neue Gestaltungsmerkmale ein. Und das ist eigentlich immer das Tolle. Man könnte gleich ein dickeres Garn nehmen, haben wir jetzt nicht, aber dadurch, warte mal, weißt du, wenn du jetzt ansetzt, liebe Doris, dann nimm mal eben die automatische Verriegelung raus. Ja. Und dann würde ich sagen, fängst du jetzt hier an dem Bereich nochmal an und nähst einfach genau drüber, das geht auf keinen Fall auf. Gut, dann brauche ich, ja, klar. Du brauchst nicht verriegeln, ne? Du fängst jetzt in der Naht an, genau in der Naht an zu nähen. Guck mal, ob du auch wirklich an dem Stich rauskommst, dass du in der gleichen Stichlänge bist. Und jetzt einfach nähen, das einfach weiter nähen. Ja. Ich muss eben die Kurve. Okay. Und dann. Guck mal. Super. Das gucken wir uns dann gleich nochmal an. Ach, das ist eine tolle Farbkombi. Verflixt. Sehr schön. So, wie weit sind wir hier? So, also alles gewendet. Jetzt haben wir nicht zugeguckt. Ja. Es hat alles gepasst. Ja, aber ich finde das ja immer ganz wichtig. Sag mal, ihr Mädels, seid ihr auch schon mal beim Wenden und Nähen? Nee, also ich schneide jetzt gerade noch so ein paar Blümchen aus. Die bügeln wir gleich mal auf, deine Applikation. Okay, gut. Ja. Also du hast das jetzt alles durch das Loch durchgestopft bekommen, liebe Kathi. Ja, das ist jetzt so ein bisschen, weil der Ich versuche gleich mal, ob man nicht doch mit ein bisschen Dampf, ganz vorsichtig mit dem Schutztuch, dass sich das so ein bisschen durch die Wärme so ein bisschen geschmeidiger lebt. Ich gucke eben nach einem alten Tuch und dann also nach einem Stoffstoff. Ja, dass wir das einfach mal versuchen. Ich würde es auf jeden Fall bügeln. Ich bügel gnadenlos immer alles. Wenn viel Geld drin ist, dann geht's auch. Da habe ich ja keine Hemmung. Das wird ja nachher dann fixiert durchs Einnähen. Aber sieht doch echt nett aus, finde ich auch. Und jetzt hatten wir eben gesagt, dass wir hier das noch ein bisschen stabilisieren, indem wir auch von außen, sieht ja auch optisch ganz schön aus, so in dieser Farbe, doppelten Faden noch so ein paar Mal umschlingen. Ich habe jetzt das schlimmste Stück Stoff aus meiner Ecke rausgekramt, was ich habe. Ist das schön? Umschlingen. Oh. Egal. So. Ja. Soll ich das mit dem Doppelfaden umschlingen? Ja, Knoten dann innen. Was tut ihr? Ihr müsst es ganz genau sagen. Ich kriege nichts mit. Ja. Ich bin neugierig. Wenn jetzt ein Bügeleisen ist an. Oh. Ach so. Ich dachte jetzt, dann könnte nämlich Gesa auch eben... Bügeleisen ist an. Ich jetzt die Mädchen auf. Von denen hört man gar nichts. Nee, die Mädchen, die sind am Verzieren. Ganz schön. Die ja, aber kann ich jetzt mal was sagen. Aber das sieht richtig schön aus. Jetzt gehen wir eben zum Bügelbrett. Dann kannst du dir einfach überlegen, wie dir das... platzieren und das ist für die Kamera. Wachtete. Hast du schön gemacht. Möchtet ihr das was auch? Anderes trinken? Die kommen nie wieder, wenn du sowas irgendwas machst. Irgendwas mit viel Zucker. Ah, ich glaube, die haben den schon kennengelernt. Nee, danke. Jetzt wollen wir einmal gucken, was du da machst. Was machst du da? Ich hole mir was zu trinken. Komm, also ich habe hier jetzt mein Etikett aufgenäht, aber ich habe es jetzt nicht so ordentlich und schön genäht, deswegen wollte ich hier jetzt so ein paar Blümchen noch drumlegen. Die sind dann also die Blümchen darum, um es so ein bisschen zu vertuschen. Genau, aber es sieht auch ein bisschen schöner aus. Du könntest dich ja damit rausreden, dass du doch eine leichte anarchistische Punkader irgendwo in dir hast. Dann geht das auch. So Revoluzzer, so. Ja! Ja! Jetzt zur Zeit? Nein. Nein. Kommt noch. Weiter, was machst du jetzt? Ja, so dann, das kommt dann ja nach innen und das passt dann halt gut dazu. Auf jeden Fall will ich das jetzt hier festbügeln. Ja, wir müssen jetzt hier das Papier auch verhindern. Bügeleisen. Mhm. Ja. Das trifft sich gut. Und du? Zu dir komme ich auch gleich. Ich bin gerade Du musst jetzt dabei die Papierchen Futter. Ablösen. Mhm. Ne? Wir haben ja da Flisofix drauf. Die eine Seite ist ja aufgebügelt, die andere Seite ist noch mit dem Papier versehen. Und wenn wir es jetzt aufbügeln, muss das Papier ja runter sein und dann klebt es. Ja. Also mit Hitze. Ich habe sehr kurze Nägel. Nimm doch so ein Nädelchen eben. Guck mal, so ein Stecknädelchen, dann kannst du da so ein bisschen damit in die Kante. Du brauchst ja noch keine Brille. Klappt's? Hm. Mal eben gucken. Wenn man hier so ein bisschen rum... Das müssen wir jetzt an allen Blümchen machen? Ja, hier so. Oh, okay. Da kann, hier, die kann man dann einfach so abziehen. Und dann überlegt man dann gleich, wo es hin soll. Also es geht. Man muss nur so ein bisschen da mal... klar, weil das jetzt auch noch so sehr feinteilig ist. So, da habe ich den Anfang. Zack, runter. Dieser hat sich aber wirklich ganz viel Mühe gemacht.
So, da war's. Runter, oder? Gib mir noch einen. Möchtest du auch? Ich hab's einfach drauf. Kann nicht anders sagen. Ja. Noch was? Haben wir jetzt alles? Da ist auch runter. Also ich habe ihn nur so angelöst. Angelöst? Ja, und dann umgeknickt. Ja, auch gut. So. Haben wir jetzt, haben wir alle, ne? Ich glaube schon, ja. Und jetzt gehen wir zum Bügelbrett und überlegen mal, wie was. Also ja. Wie du das haben willst, legst du dir alles so drauf und dann mit dem Bügeleisen drauf. Genau. Mhm. So? Ja. Ich bin gestärkt. Wir tauschen den Job, Martin. Ja, super. Ja. Bleib hinter der Theke. Macht's gut hier. Das ist toll. Stefan. So. Und Paula hat jetzt einmal genäht. Ne, hier also die Erdbeeren sind köstlich. Mhm. Ja. Genau, sieht schon mal richtig gut aus. Bring jetzt mal ein bisschen Leben in die Bude. Wie, du bringst Leben in die Bude? Du! Kleinen, ach, ich? Also nee, ich schneidest du das. Ist mein Job, genau. Dein Job. Meine liebe Gesa. Ja. Jetzt machst du Folgendes. Was machst du? Genau, du hast also jetzt Lisofix dahinter gebügelt. Genau, und jetzt muss ich mir hier noch hierzu legen, wie ich möchte. Also ich würde jetzt... Das um das Lederetikett so ein bisschen rum als verspielt. Genau, ja. Genau. Und weil ich das jetzt nicht so ordentlich gemacht habe, dann wird man das dann nicht sieht so... Sieht kein Mensch. Sieht. So, das würde ich glaube ich hier oben. Die hast du jetzt alle in mühevoller Kleinarbeit gerade ausgeschnitten. Genau, ja. Ja. Ich glaube... Du musst nur aufpassen, hier, da ist gleich deine Blüte weg, ne? Weil du da gleich die Nahtzugabe hast. Was und da ist, dann musst du auch einschneiden. Okay. Das heißt, du solltest die zumindest so platzieren, dass du da auf jeden Fall den Abstand zum Rand hast. Mhm. Aber deinen Namen sollte man schon noch lesen können hier. Wäre sonst zu schade. Ich glaube, du müsstest mal anfangen. So? Ja, so wie es dir gefällt. Ich weiß gar nicht, müssen wir jetzt mal testen, ob das Flisofix auch wirklich so gut auf dem Leder hält. Jetzt bin ich mal gespannt. Müssen wir mal gucken, ja, ne? Gucken wir mal. Also jetzt gut, weil das Leder ist, sollen wir noch das Tüchlein da? Ja, also ich habe jetzt hier, das, wie gesagt, das Schäbigste rausgeholt, was ich habe. Sieht doch schön aus. Werden wir jetzt wunderbar so vorsichtig drüber liegen. Ja, und jetzt eisen. Wie machst du das jetzt? Erstmal so, einfach nur mal mit, ohne zu reiben, sondern halten. Pressen. Genau. Und ich mache es ein kleines bisschen heißer. Mhm. Weil passiert jetzt nichts, ne? Genau. Das ist pressen. Such da pressen. Mhm. Pressen. Gut. Drück. Ich zähle immer bis 23. Also 21, 22, 23. Und dann gucke ich mal weg und dann hebe ich mal das Bügeleisen hoch. Mhm. Wie machst du das immer, Anne? Das war der Bremsweg, glaube ich, gerade, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe das übernommen vom Bremsweg wahrscheinlich. Das weiß heutzutage kein Mensch mehr, wie das geht. Aber das ist ja auch verboten. Ich mache, glaube ich, echt nach Gefühl. Ja, aber das ist jetzt nicht schon lang gefühlt? Ich finde, das war schon lang. Wir können jetzt mal aufhören. Aber ich bin jetzt ganz beruhigt, weil das Tuch dazwischen ist. Okay, jetzt haben wir vielleicht nur das andere noch mit auf die... Ah, da ist noch ein bisschen lose. Oder ist das vielleicht noch gar nicht abgelöst? Doch. Kann natürlich auch sein. Mal eben gucken. Oh. Ist Papierchen noch drauf? Ja, ist auch cool. Okay. Ja, ich war beim letzten Mal, als ich also mit Flisofix, kenne ich mich gar nicht so großartig aus, ne? Ja. Und habe auch vergessen, die eine Seite abzuziehen und habe mich auch gewundert, warum es nicht klebt. Aber es ist ja einfach total einfach. Es ist einfach simpel. Ja. Und es ist auch, sag ich mal, die Kanten werden auch so toll fixiert. Ja. Also wenn ich jetzt irgendwo, sag ich mal, was Großflächigeres appliziere, gehe ich schon noch ganz fein mit der Kurbelnaht drüber. Ja. Also das mache ich schon noch. Ich habe es einmal fixiert, es rutscht nicht das mehr. Ich habe das glaubt auch noch nicht. Doch, ich habe genau gesehen, dass du mein Bügelbrett beklebt hast. Mein heiliges Bügelbrett, okay, das darf das nur da nicht war das runter. Ja, hier ist es runter. Das heilige hätten wir ja als Dekoration lassen können. Ja, eigentlich schon. Das und das ganz hier, nett. Da kannst du nochmal drauf, ne? Weil da bist du jetzt ja auch nicht auf dem Leder, das kannst du direkt so mit dem Eisen. So, ich glaube, das wird mir sonst zu viel. Ich glaube, die lasse ich lieber weg. Obwohl so ein bisschen dunkles da drunten fand ich. In der Zeit, in der die Gesa hier jetzt fleißig aufbügelt und die Kathi anfängt, die Beschreibung zu lesen, obwohl zwei Nähexperten im Raum sind, das ist ja schon der Hammer. Aber diese Anleitung brauchen wir ja gar nicht. Eigentlich nicht, aber es ist schon gut aus. Demonstrativ. Demonstrativ setzt sie sich da hin und holt das Papier zur Beschreibung raus. Würde ich jetzt einfach mal sagen, die Telefone sind wieder offen. Die nächsten, die anrufen, zwei, die durchkommen, bekommen die letzten beiden der Burda-Style, die beiden, ach, Burda-Style-Accessoires, so.
einfach nur Accessoires. Ausgaben. Die wir in der Sendung verlosen. Mhm. Auf Facebook gibt es noch bis Sonntag welche zu gewinnen, meine Lieben. Bügeln, pressen. Also die sind jetzt für die Rückseite. Achso, okay. Vorgesehen. Aber ist jetzt ist gut. Du kannst ja eben deine, deine Rückseite. So. Aber eigentlich kann die Kathi doch schon. Ach schön. Sieht richtig super aus. Wollten wir nicht noch eine Schlafmaske und noch was anderes fertig kriegen? Ich weiß auch nicht, das wird so knapp. Jetzt habe ich das nur so draufgesetzt. Ich wollte nur gucken. Wir mussten auch noch bügeln. Das, wir wollten doch auch noch einmal. Aber ich weiß nicht wie. Und jetzt habe ich. Wir gehen, wenn die Gesa da weg ist gleich, ja. Dann kommst du einmal, dann bügeln wir das nach. Ich muss schnell zum Telefono. Einmal noch und? Hallo, hier ist die Britta vom Blabla Café. Mit wem spreche ich denn? Hier ist Saskia, der Katzenfrosch. Ja, hallo Saskia. Schön, dass du anrufst. Ja, du hast ja eine Glücksträhne. Hallo Britta. Hallo. Ja, schön. Du brauchst nichts zu beantworten. Ja, ich habe gewonnen. Ja, du hast gewonnen. Hast du gehört? Ja, sehr schön. Das war meine kleine Tochter, die schön. Sich gerade freut. Das ist doch toll. Ruf nochmal. Hallo! Ja, guck mal, das ist doch schön, das freut mich. Ja, also auch ihr habt eine Burda Accessoires gewonnen und ein schönes Rollmaßband dabei. Sehr gut, vielen Dank. Bitteschön, ich wünsche euch schöne Pfingsten. Ja, ich euch auch einen schönen Urlaub, ihr Britta. Danke, mach's gut. Bis dann, tschüss, tschüss. Saskia. Tschüss. Tschüss. Wen haben wir noch in der Leitung? Mach die Stirn nicht so kraus. Hast du mir jetzt Hasenohren gezeigt? Das ist wohl, pass auf. So. Hallihallo, hier ist die Britta vom Blabla-Café. Wen habe ich denn in der Leitung? Die Gabi. Die Gabi. Hallo Gabi. Du hast Hallo. Auch eine Ausgabe der Burda Accessoires gewonnen. Oh, freue ich mich. Ja, schön. Gabi, von wo aus rufst du an? Ich rufe aus Egestorf an. Wo ist das In denn? In der Nordheide. In der Nordheide. Ja, schön. Ja. Das freut mich. Da oben ist das schönes Wetter. Nee, nicht so sehr. Gar nicht? Ach, das ist aber schade. Da reisen ja jetzt, glaube ich, ganz viele zu Pfingsten in deine Richtung, ne? Ja. Aber ja. Es ist bedeckt. Aber soll besser werden. Das ist doch schon mal schön. Ja, und bei schlechtem Wetter weißt du ja jetzt, was du machen kannst. Dann kannst du schön in der Burda Accessoires dir ein paar Anregungen holen. Oh ja, und freu ich schöne mich. Sachen machen. Und wie gesagt, Makramee ist wieder dabei. Ja. Ja, sehr Gabi, schön. Ich wünsche dir alles Gute und schöne Feiertage und viel, viel Spaß mit der Zeitschrift. Oh ja, danke. Bitteschön, tschüss. So. Sind wir sie alle losgeworden? Okay, dann wollen wir mal gucken, was jetzt hier weiter ist. Ich bin bei der. Hast du jetzt gebügelt? Nein. Warum nicht? Weil ich gar nicht weiß, wie ich das bügeln kann. Ja, komm. Kathi! Nicht so schüchtern. Ich hätte euch anders eingeschätzt. Also in der Vorbesprechung tobte hier noch der Bär und jetzt aber. Ich weiß es nicht, Nein, aber ich mag mich einschneiden. Warte mal, aber hier sind ja so Ecken. Und ja. Wenn ich jetzt da einfach draufhalte, dann hau ich mir die Ecken hier erst richtig rein. Nee. Da müssen wir ein bisschen fummeln. Ja, und deswegen. Bisschen fummeln. Ich bin ja auch jetzt kein Korkstoff-Experte. Hanne, was ist denn. Gibt es hier besondere Sachen zu beachten? Oder darf man hier auch, wie bei allen anderen Stoffen, an den Kanten fummeln? Ich würde, genau, weil das kann ja nicht so schnell reißen. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Ja. Und wenn nicht, dann... Ich bin jetzt nur mal gespannt, wie sich das jetzt so... Verhält. Dampf und Hitze und ob weil man das dann auch noch etwas nie, weil du das geschmeidiger... Auch noch nie gemacht hast. Nee, gebügelt das oder so. Das nicht mal. Vielleicht legen wir ein Tuch drüber. Ich meine, das ist ja auch okay jetzt fürs Material. Sonst hätte man ja aufeinander zusteppen müssen. Ja. Ne, und... Ich habe nicht so eckig genäht. Nee, hast du nicht. Du hast wunderbar genäht. Ach, ja, komm. Das ist ja nicht richtig, ne? Wenn sie jetzt gleich hinüber ist, dann darfst du mich dafür verantwortlich machen. Dann trinke ich gleich einen Schnaps noch. Haben wir nicht. Ja, Baldrian. Genau. Ja, dann brauche ich einen Baldrian.
Passiert nichts. Wird es denn weicher? Ja, es wird warm. Vielleicht muss es ein bisschen weicher werden, dass es sich legt. Man weiß es nicht. Pass auf, Fingerchen weg. Wir hätten vielleicht die Bügelprobe nicht am fertigen Teil machen sollen. Auch schlau. Und? Ja. Ist es jetzt ein bisschen gefälliger? Dann müssen wir drum rumsteppen. Dann hilft es alles nichts. Vorsicht, ich habe immer Angst, dass ich deine Finger hier... Das kann aber nicht sein. Ich glaube, wir müssen mutiger sein. Soll ich meine Bügelproben holen? Nee. Bügelproben ist doch... Es tut sich nichts. Tut sich nichts? Nee, es tut sich nichts. Ist hartnäckig. Soll ich meine... Lieber eine Bügelprobe holen. Nee. Nö. Sagt die, nö. Dann bügeln wir mal einfach drum. Da werden wir einfach mal weiter probieren. Das sieht doch gut aus. Finde ich auch. Ich finde das jetzt gar nicht so schlimm. Das ist ja auch, man darf das ja nicht mit Stoff vergleichen. Genau. Das ist ja nicht so geschmeidig. Ja. Es ist nicht ganz so geschmeidig. Und dass es da jetzt ein bisschen rauskommt an der Ecke. Das habe ich zu tief eingeschnitten. Ja, das ist nicht so schlimm, weil das wird ja gleich festgenäht. Das sieht man dann sowieso nicht. Wir hatten auch gedacht, von außen noch einmal so ein bisschen zu umschlingen in dem Farbton. Dann sieht das gut aus. Find und du hast sowieso nachher den Bügel drüber. Und du musst ja denken, das ist hinterher pickepacke voll. Geld. Eben. Und dann Geschmeide. So was kann halt so haben. Ja. Und dann dehnt sich das Ganze aus und schon sind die ganzen Kanten einfach weg. Ja, ich denke auch. Ja. Ich finde das auch nicht, das gehört irgendwie zum Material. Das und sonst meinst du nicht, man könnte das zur Not hinterher noch einmal absteppen und während des Absteppens, dass man die Ecken noch reindrücken könnte? Mhm. Oder so eine Ziernaht, ne? Also so, genau. wenn einem das stört, so ablenktechnisch in Türkis. So. Genau. Also ich bin dafür, du schließt die Wendeöffnung und da finden wir eine Lösung für. Aber wie gesagt, ich bin dafür, du lässt es dir voll Geld machen. Ja. Du könntest natürlich auch so einen tollen Knopflochstich so finden. Ne? Ja, einen Zierstich zu machen. Ja, genau. Fände ich auch toll. Das sind die Ecken, die doch noch überlappen. Kann das sein? Nee, du hast das jetzt, du hast jetzt sehr tief die Keile eingeschnitten. Ach so, ich habe die zu tief. Und dadurch sind die jetzt so ein bisschen, drücken die sich so durch. Ach ne? So. Ja, das ist aber nicht so schlimm. Also das ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Ja, genau. Ich bin dafür, du machst es zu Ende. Mhm. Ja, genau. Ja, und ich fände jetzt, also die Variante sonst, also mit diesem kleinen. Wir haben noch 6 Minuten. Oh nein. Oh, dann möchte ich das dann würde ich dann. Du kannst wirklich nachher hingehen und das im Zierstich, diesen Knopflochstich. Genau. Da hast du dann diese Schlingen am Rand, das sieht dann super aus. Jetzt machen wir erstmal schnell fertig. Erst damit wir wie weit sind denn die Mädels überhaupt? Ja, die Mädels haben jetzt ihre Taschenbeutel geschlossen. Sind die auch schon so weit? Wir wollten ja eigentlich noch was machen. Ja. Aber wir kommen zu nichts hier. So, ach, ich wollte eigentlich auch zeigen, wie man das noch gut ausprobiert. Ja, das machen wir jetzt auch noch. Das machen wir jetzt nochmal. Weißt du, wie es weitergeht? So, genau, Gesa hat jetzt die Nahtzugabe. Dann zeig mal eben, was die Gesa macht. So. Ne, dann schneiden wir hier ein, genau bis zur Naht. Siehst du? Und da. Bis zur Naht. Und hier nähst du noch einmal. Genau, müssen wir noch einmal die Markierungen machen. Ja, genau. Genau, eben nochmal hier drauf. So. So. Steckst du noch ein paar Nädelchen. So immer von außen, dass man die schön rausziehen kann. Ja. Du kannst das ruhig laut sagen, damit unsere Zuschauer das auch mitkriegen. Ach so. Ja, ich stecke die immer von außen, die Nadeln, also in diesem Fall jetzt in Rundungen, weil dann bin ich da so ein bisschen beweglicher und kann die immer schön rausziehen. Und dann habe ich meistens immer da mein Nadelkissen und stecke das dann immer direkt schon genau da ansetzen. So, gehe ich mal eben rüber. So, du wolltest noch was erklären. Genau, ich wollte nämlich nochmal kurz... Auf die letzten 6 Minuten kommen noch hier die ganzen Tasten. Ja, das ist ja nicht anderthalb Stunden so schnell vorbei. So, ich hab's dir gesagt. Ja, aber... Ich hab gesagt, du solltest noch was machen mit anderthalb Stunden. Ich so, die wirst du noch sehen, die sind schnell weg. Ja, und zwar habe ich ja, wenn ich jetzt mir einen Schnitt rauskopieren möchte, habe ich ja immer angegeben, welche Schnittteil ich benötige. Und zwar ist das jetzt in diesem Falle Schnittteil 1 und 2 von Bogen A, schwarze Kontur. Ja. So. Ach, du bist jetzt bei den Basics wieder. Ja, das machen wir, das ist gut. Ja, weil ich wollte eigentlich, also normalerweise ist ja überhaupt kein Thema, jetzt mit Folie auszukopieren. Ja. Aber gerade bei kleinen Accessoires brauche ich ja eher sowas Festes. Genau, so stabile weil ich dann richtig schön, genau, weil ich dann richtig, erstmal, weil ich es oft verwenden möchte, wahrscheinlich. Und weil ich eben schön drumherum zeichnen kann. Ja. Ja. Und deshalb wollte ich jetzt nochmal eben zeigen, wie ich das schnell, so jetzt habe ich hier... Oder ich nehme jetzt mal so
So, der Bogen. C-Bogen. A. Mal ein bisschen zur Seite. Ich habe ein bisschen Pappe mitgebracht. Wie soll ich das jetzt befestigen oder soll ich es befestigen? Oder ich, weil wir jetzt nicht mehr so viel Zeit haben, nehme ich jetzt einfach mal ein kleineres Teil. Und zwar habe ich hier gerade, das war ja mein Geldbeutel. Und hier habe ich jetzt gerade meine Schlafbrille. So. Herkömmlich würde ich jetzt hier meine Folie nehmen. Da habe ich hier mein Set. Würde dann das auskopieren und mit meinem beiliegenden Stift beschriften bzw. die Linien nachzeichnen. Und in diesem Falle möchte ich es ja mit einer stabilen Unterlage. Dazu nehme ich hier meine Kopierpapier. Das nehme ich jetzt mal. Ich habe hier gerade blau. Sieht man auch, das habe ich schon mega oft verwendet. Das hält auch sehr lange. So. Das lege ich dann mit der beschichteten Seite auf meine Pappe. Leg mir das so zur Orientierung nochmal. Soll ich was halten? Ja, so geht gerade. Ich heb das so. Jetzt mal eben so. Genau, ich habe es jetzt gerade mal, ne, kann ich auch ein bisschen erspüren, dass ich das schön mittig hier aufgelegt habe. Und dann nehme ich mein Radl und gehe, also fahre meine Linien entlang. So. Machst das wirklich mit einem Kopierpapier? Bitte? Mit so einem Rädelteil. Mit einem ganz normalen Rädel. Und ja, bei dem ist ja noch, da kann ich dann, wenn ich jetzt zum Beispiel, manche mögen ja nicht diese Perforierung. Ja. Und dann habe ich ja hier mein Austauschrädchen. Also nee. Ich habe, ja. Was denn? Ja, das ist echt total praktisch. Kenne ich nicht. Nee. Das nehme ich hier raus. Nehme hier das. Ne? Also, so. Drück wieder zu. Das kommt hier wieder drauf. Das habe ich jetzt einmal für feine Stoffe. Das habe ich hier für grobe Stoffe, ja. Weil ich kopiere ja auch so meine Abnäher durch. Oder die Kanten meiner Schnittlinie und so weiter, ne? Meine Nählinie. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich, weil ich jetzt nichts beschwert habe, dass ich noch auf der, jetzt mache ich ja, genau, das werden wir ja gleich sehen, es geht ja nur jetzt ums Prinzip, fahre jetzt hier meine Linie entlang und habe also so, sage ich mal, meinen Schnitt nicht perforiert, nicht zerstört oder wie man es will. Also man könnte den natürlich schon noch oft verwenden, aber so ist es halt eine ganz glatte Sache. Okay. Mhm. Also das mache ich auch gerne so mit dem. So. Und so kriege ich natürlich die Rundungen alles super schön hin. Das Schöne ist, was ich jetzt gerade sehe, ist, dass wirklich die Nahtzugaben auch schon drin sind. Das heißt, bei den normalen Schnitten, jetzt von Bruders Teil, da muss ich ja dann immer selber noch die Nahtzugaben drumherum geben. Das ist natürlich auch ein Vorteil jetzt bei der Zeitschrift. Das heißt, ich kann wirklich die Außenkontur nehmen und habe sofort, hab sofort meine Nahtzugabe. Das ist ja auch so, dass wir jetzt diese Accessoires also nicht weiter verändern möchten. Genau. Ne? Und meine Schnitte, es ist ja keiner uniform, da muss man ja immer irgendwas verändern. Und das wäre, finde ich, mit Nahtzugabe etwas schwieriger zu handhaben. Und deshalb habe ich auch am liebsten, dass keine Nahtzugabe oder generell ist auch mal abgestimmt worden so. Also es kommt generell so besser aus, dass die Leute besser ohne Nahtzugabe. Ja, genau. Ja, ja. Das ist einfach. Okay, jetzt ohne. Genau. Jetzt markierst du dir noch die ganzen anderen. Genau, Sachen? Auf jeden Fall hier meinen Fadenlauf werde ich hier noch durchzeichnen. Genau. Ich habe jetzt noch nicht meine. Die Nählinie, die brauchen wir jetzt. Die Nählinie nicht, brauchen wir jetzt quasi nicht. Und jetzt hast du was getan. Jetzt habe ich das hier alles. Einmal so, gut, hier habe ich ein paar Mal mit meinen Händchen aufgestützt, weil das ich jetzt ja das nicht beschwert habe. Also dafür ist natürlich dann jetzt auch und das Kopierpapier jetzt ganz gut. Und das Kopierpapier, ich kann also auf schwarzer Pappe, mit Rot, mit Blau, das kopiert auf allem super gut. Du nimmst jetzt nicht dazu meine Schere. Nein, ich traue mich auch nicht, ich wollte nur so andeutungsweise. Schon meine Papierschere, ich kriege hier gerade Schweißausbrüche. Weil meine Papierschere liegt nämlich da und da werde ich das jetzt gleich ausschneiden. Auf jeden Fall hast du es jetzt sofort auf Pappe gezogen. Ich habe es auf Pappe, es ist lange haltbar, ich kann es ganz oft einsetzen und ich kann eben wirklich schön an der Pappe entlang meine Linie ziehen. Ja. Ne, bei Papier, also bei der Folie oder so müsste ich das erst besser aufstecken. Und hier muss ich auch nichts anprobieren. Bei der Folie habe ich jetzt zum Beispiel ein Kleidungsstück auskopiert. Ja. Kann ich das, die Folie, kann ich in meine Abnäher reinstecken, ich kann meine Seitennähte schließen, ich kann es quasi schon anziehen wie ein Stoffstück. Ja. Und bei dem ist es ja so, das passt
Also das ist ja so eine uniforme Schön. Variante, die zu jedem passt. Das ist toll. Ja. Also das ist nochmal ein toller Tipp von dir gewesen. Jetzt ja, weiß ich auch, wofür man dieses Kopierpapier wirklich mal nutzt. Ich brauche das selten. Ich gestehe das hiermit offiziell. Du bist jetzt vom Fach, aber ich sag mal, ganz viele brauchen das wirklich, dass die einfach so ihre die ursprüngliche Kontur einmal entlang fahren, dass die auch ihre Nahtzugabe nochmal. Ja. Dann legt man das unter die doppelte Stoffbahn, auf die doppelte Stoffbahn, dann den Schnitt drauf und dann fährt man entlang und man hat von beiden Seiten alle Zeichen, alle Abnäher eingezeichnet. Ja. Ganz hervorragend. Tolle, ganz, ganz, ganz tolle Sache. So, jetzt müssen wir bei den beiden Mädels noch mal gucken. Ja. Damit die auch noch mal einmal zum Zuge kommen. Genau. Und die Paula ist nämlich jetzt gerade an der Stelle angekommen. Ja. Oh. Wo wir nämlich jetzt hier das zunähen. Das Ja, Mädchen. Das eine Teil ist also rechts auf rechts liegen die Nähte aufeinander. Genau. Sehr schön. Super. Also die Paula näht gerade nämlich hier das Mäulchen zu. Mach mal ruhig einfach weiter. Du machst das ganz toll. Das ist das, was die Kathi gerade schon so schnell gemacht hatte. Da bist du jetzt gerade dabei und nähst da ganz geschmeidig toll um die Ecke rum. Muss ich dann bis hier? Genau, bis zu dem Punkt. Genau, warte, ganz kurz. Bis zu dem Punkt, bis zum Einschnitt. Also wirklich genau, warte, ich zeig das einmal mit der Schere. Bis da vorne, dass du da rauskommst. Und jetzt genau das andere Mäulchen auch noch zunähen. Und die Nahtzugabe in Richtung, also von dir weglegen. Dazu kannst du auch einmal hier die Schere nochmal benutzen. Und dann genau diesen Punkt finden. Das musst du, siehst du besser, weil du genau davor bist. Ja, während hier jetzt alle soweit nähen, wir hatten eigentlich noch so viel vor, was wir noch zeigen wollten, aber die 90 Minuten, das ist ja immer so eine Sache damit. Man meint immer, man ist viel schneller, ist man aber gar nicht. Was in dem Accessoires-Heft noch ganz toll drin ist, ich weiß jetzt gar nicht, wo die Hanne das hier vergraben hat, sind zum Beispiel die, diese Visitenkartenhüllen. Die sind auch ganz putzig und ganz schnell zu machen. Mhm. Dazu könnt ihr natürlich auch wunderbar Reste nehmen, zum Beispiel von eurem Korkstoff, den ihr habt. Wo haben wir hier noch was? Also hier haben wir so kleine Teile, die ja gerne mal übrig bleiben. Also falls ihr so eine Klatsch machen wollt, habt ihr auch immer noch so ein Restteil, um daraus noch so eine ganz niedliche Visitenkartenhülle zu nähen. Ich glaube, man kann das schon ganz gut erkennen. Man kann das ganz schnell ausschneiden. Da ist sie nochmal zu sehen, genau. Und braucht hinterher einfach nur noch drumherum zu nähen. Das kann man natürlich kombinieren. Entweder habt ihr Lederreste. Wie gesagt, ich kann die von Dortex in allen Farben nur empfehlen. Die kriegt man bei uns im Webshop. Das sieht natürlich ganz hervorragend aus, wenn man dann solche kleinen Reststückchen hat und kann die total toll verwenden und kann da auch noch was drauf applizieren, auch in Kombination mit Kork oder mit anderen Reststoffen. Das geht auch wunderbar mit Kunstleder in allen Varianten. Also ihr könnt alles, was ihr noch an Reststücken habt, dafür gut verbrauchen. Ich würde sagen, der Sento schwenkt noch mal einmal da drauf, dann sehen wir das noch mal. Auch hier sind nochmal solche Swarovski-Steine aufgebügelt, aber natürlich könnt ihr da auch was anderes drauf machen. Oder ihr macht ein niedliches Etikett da noch drauf. Oder als kleinen Gruß, das ist natürlich auch mal eine schöne Sache, wenn man dann sagt, ihr könnt euch das, glaube ich, ganz gut vorstellen. Ich kann das auch gleich nochmal ausschneiden. Wenn man das dann hier so sieht und dann entsprechend noch ein Etikett drauf näht oder das mit einem Namen versieht, ist das, glaube ich, eine ganz tolle Geschichte. Also, es gibt ganz viele kleine, aber feine Anregungen in der Burda Accessoires. Auch noch, wie man wunderbarerweise hier eure Lautsprecher für euer Handy noch süß verpacken könnt. Und das sind alles richtig niedliche kleine Geschenke, die man gut aus Resten zusammenbauen kann. Also eine tolle Zeitschrift mit ganz vielen tollen Ideen. Wir haben jetzt ein paar davon besprochen. Schaut sie euch an, guckt rein. Ganz viele niedliche kleine Anregungen. Den kleinen Troddelbommel hatte ich hier auch schon wieder fertig gemacht. Aber ich glaube, der ist wirklich unter Hannes ganzen wilden Erklärungen ist er verschwunden. Er ist verschollen. Ah, hier ist er. Da ist auch nochmal so was Kleines, Niedliches, dass man das zum Beispiel dann an ein Band machen kann. Ohrschmuck, also für jeden ist was dabei. Jetzt müsste ich nur mal einmal gucken, wie es da hinten bei euch aussieht.
Wie sieht's aus bei euch? Wir sind nämlich geschafft. Hey! Dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt so langsam aber sicher mit allen Sachen, die wir bis jetzt fertig gemacht haben. So würde ich es machen. Von der Trottel. Okay. So festgehalten. Kann ich mir die auch noch irgendwo hinmachen? Weil das sieht jetzt nicht. Auf, ich zum Bügelbrett, auf. Meine Lieben. So nehmt eure Sachen auch mit. Ich hab's super schön. Eure. Genau. Genau. Eure Sachen macht mitnehmen. Dann nur noch die Spange drauf. Genau. Das ist die nehmen wir auch noch mit. Ja. Wir nehmen einfach nochmal alles mit. Ach so, wir nehmen alles mit. Wir nehmen alles mit. So. So. Guck mal. Ja. Da steht doch Britta dran, das sehe ich. Nein. Schade. So. Wir haben wieder eine ganz, ganz, ganz tolle Sendung hinter uns gebracht. Ich schmeiß mal eben meinen Lappen, den kann ich da wirklich nicht sehen. Und zwar haben wir uns heute beschäftigt mit der Burda Accessoires Spezialausgabe von Burdas Teil. Die Hanne hat ganz fleißig gekämpft. Ach, ich fand's super. Du warst da. Ich war's ja gar nicht viel gemacht. Also ich habe mich zwischendurch noch nie konnte ich eine Erdbeere an unserer Theke essen. So entspannt, muss ich sagen. Also ich finde das eine tolle Geschichte. Ja, das war sehr gut. Wir haben ganz viele tolle Sachen kennengelernt. Wir gehen das nochmal eben einmal so ein bisschen durch. Also wir haben, ist sie denn jetzt auch soweit fast fertig? Ich muss sie nur noch festnehmen. Genau, Kathi, dann sag doch nochmal einmal, was du da gemacht hast. Halt die nochmal einmal in die Kamera. Zu dem Stefan vielleicht, damit man sehen kann, dass es eigentlich... Hier wird jetzt noch... hier ist... Also hier habe ich es falsch rum dran. Einmal zu Tomek, guck mal. Einmal in die Kamera da vorne. Einfach hinzeigen. Und hier wird das da durchgenäht, aber das würde dann nach vorne kommen. Also so rum, ne? Dass man das so außen in die Rille näht. Und dann genau. Hat man ein ganz süßes Portemonnaie. Ein ganz süßes Portemonnaie, genau. Darauf ja, hast du noch ein schönes Lederetikett genäht. Ja. Das hast du vorher angebracht. Künstlerisch geschaltet von dem Martin. Das haben die anderen auch noch bekommen. Willst du die noch mal vielleicht in die Kamera halten? Will er gar nicht. Also auch das ist eine tolle Idee. Also ihr könnt eure kreativen Zeichnungen einfach in ein Etikett umwandeln. Eine ganz, 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 ganz tolle Sache. Hat er wunderbar gemacht. Und die habt ihr sofort benutzt. Also es ist wirklich schon jetzt zu schaffen. Ne? Also anderthalb Stunden. Wir haben jetzt auch viel geredet und noch geguckt und rumprobiert und so. Mhm. Es ist eine nette Sache, die man eigentlich gut abarbeiten kann. Genau. Jetzt habt ihr eure natürlich, deine ganz kunstvollen Sachen. Liebe Gesa, ne? Die sind jetzt hier drin. Sie sind hier drin. Ja. Man kann sie erahnen, fühlen, aber sie sind jetzt verschwunden. Ich hoffe, du schickst uns noch mal ein Foto davon, wenn es dann wirklich fertig ist. Ja. Ich würde mich total freuen, das dann mal im Einsatz zu sehen. Natürlich auch gefüllt, ist ganz klar, wichtig. Ne? Also, wie weit bist du denn jetzt? Fast fertig. Du bist fast fertig. Ne? Du hast das Mäulchen schon geschlossen, das heißt, jetzt muss noch verschnitten werden und wir müssen das Ganze dann umkrempeln. Genau. Liebe Paula, hast du auch toll gemacht. Und dann wird oben an das Ganze noch hier euer schöner Retro- Omi-Verschluss. Liebe Firma Prüm, seid mir nicht böse, aber es erinnert mich wirklich so ein bisschen an damals. Sehr liebevoll gemeint. Und ist auch liebevoll, gemeint. Ne? Also deswegen, das kommt dann hinterher noch dran, so wie es die Kathi schon gemacht hat. Mhm. Die kann dir das dann auch nochmal zeigen oder du schiebst es ihr heimlich unter und sagst, Mama, ich habe keine Zeit, mach du mal zu Ende. Mhm. Auch eine gute Sache. Ja, jetzt ist es natürlich, das Traumteilchen ist da fertig, ne? Ja, es ist fertig, das iPad kann rein. Ja, die iPad oder wie auch immer Hülle für was auch immer, Klatsch. Sehr schön. Du hast da jetzt noch dieses Blümchen dran genäht, also einen Holzknopf und hast eine Kombination aus richtigem Naturleder und Kork gemacht. Ging das gut zu nähen? Doris? Sehr gut. Wirklich leicht. Ja, und jetzt darfst du auch nach Hause kommen. Ja. Du darfst nach Hause kommen und sagen, Tochter, ne? Ich habe nicht gekocht, aber dafür habe ich dir was anderes mitgebracht. Guck mal, schön, das freut mich. Ja, Hanne, was soll ich sagen? Ja, war schön mit dir. Ja, fand ich auch. Also du hast uns noch ganz viele tolle Tipps gegeben. Und wir haben auch ganz viele Ideen. Und ich habe dir so einen ganz klitzekleinen Trottel, den habe ich in den Knoten schon mal reingemacht. Den könnten wir noch mal einmal in dein Makramee-Armband, so wenigstens so, komm mal einmal zu mir. Da bräuchten wir, glaube ich, eine kleine Häkelnadel oder eine kleine, meinst du, wir kriegen das so dazwischen? Ich mache das jetzt einfach so, damit ich wollte das jetzt einfach mal so Freestyle da durchwuseln, indem ich das jetzt... Nein, natürlich. Nein, wir machen das jetzt. Du bist jetzt pingelig, ich weiß, aber wir machen das jetzt einfach mal nur so
fürs Bild. Ja, so, genau. Guck mal, wir müssen sehr einen schön. Schnuppi noch hier durch. Und den Schnuppi mal ein bisschen verstecken. Genau. Ja, wo habe ich den denn? Ich komme nicht dran. Ja. So, jetzt kann man auch sehen, dass man eine Kombination, vielleicht für die Kamera, eine Kombination aus Makramee der 80er mit tollen Quasten, auch noch älter, egal, wunderbar kombinieren kann, um ein ganz tolles, süßes Armband draus zu machen. Auch ganz viel Anregung hier drin und ja. Tolle Geschenke einfach auch. Ne? Tolle Geschenke. Ja. Nehmt es nicht ganz so ernst. Also ihr dürft damit spielen. Das sind praktisch Grundlagen und dann kann man anfangen zu spielen und ja, seiner Fantasie freien Lauf lassen. Oder, was weiß ich, kleine Pompons noch da dran und man kann da alles Mögliche man oder hier, ne, Ohrringe. Alles. Also wir sind praktisch beschäftigt den ganzen Sommer über. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei der Kathi, bei der Doris, bei der Paula, bei der Gesa und bei der Hanne. Es freut mich total. Wir sind nicht auf dein tolles Kleid eingegangen. Komm noch mal einmal, zeig dich in deiner ganzen Farbe. Doch, komm jetzt mal einmal. Wir werden das noch nachholen. Ja. Liebe Burdas-Teil, wir haben schon die zweite Sendung geplant, weil wir müssen natürlich noch darüber reden, wie man so schön in so ein Kleid reinpassen kann. Und das wird auch. Da muss man Bridget Jones. So. Du sollst dich drehen, sagt die Regie. Oh nee. Oh doch. Oh nein. Oh ja. Also hinten, das war, also das ist nur. Hanna, die Drehung muss lebendig sein. Und die Handtasche muss auch mit lebendig sein. Genau, so geht doch. Also, wir freuen uns eigentlich auf eine zweite Sendung, die Hanne und ich. Wir werden das auch umsetzen, weil wir werden nämlich nochmal auf Schnittmuster eingehen. Haben wir heute Maß nicht geschafft, nehmen. Ne? Nee, Maß nehmen, alles immer ganz und aus wichtig. Welcher Ausgabe ist das, weißt du das? Aus der zweiten, von diesem Jahr. Genau, Bruderstyle, Februar, in diesem Jahr ist dieses wunderbare Kleid drin, also auch eine Anregung. Wir werden da dranbleiben, meine Lieben, bleibt uns treu. Und dann gehen wir auch auf die ganzen... Von Knopf in meine Ohr, höre ich, soll den Kommentar von Desani vorlesen. Von Desani? Ja, sie schreibt, das haben die Mädels alle super gemacht. Besonders die zwei jungen Damen haben echt Talent. Ich finde die Geldbörsen super schön. So, sie sind super lebendig, würde ich sagen. Total schön. Okay, sehr schön. Wir wollten noch, wir müssen als Abschlussbild hier noch euren Spargel da reinbringen, ne? Komm. Also ohne Spargel geht das auch nicht. Wir sind in der Spargelzeit so schön dekoriert. Ich habe vorhin schon drei Erdbeeren gegessen. Ja, also. So ist das hier. Die Gäste bringen auch noch was zu essen. Und jetzt dürft ihr noch mal schnell Grüße nach Hause schicken, oder? Wirklich natürlich grüßt ihr noch schnell nach Hause. So viel Zeit muss sein, ganz schnell. Wohin nach Hause? Zu unserem Spargeldorf Wallbeck. Zum Tennis, zur Mühle, zu allem. Schwimmen und was weiß ich. Genau, also auch nach Wallbeck sind gerade Pfingstferien, da gibt es frischen Spargel und leckere Erdbeeren und ich kann sie nur empfehlen. Das war einfach nur für dich. Nein, alles gut. Vielen lieben Dank und ich freue mich, wenn ich dann euch wiedersehe, auch ich nehme euch nochmal, also ich rufe euch nochmal an und sage, wir kommen gerne einfach wieder. Ja, das freut mich sehr. Ja. Also nächste Woche, meine Lieben, ist die Ella in Vertretung für mich da und sie repariert Schäden. Ich freue mich auch, wenn ihr dazuguckt und wenn ihr sie tatkräftig unterstützt und vielleicht Fragen stellt und euch überraschen lasst von ihr. Ich werde jetzt in den wohlverdienten Urlaub starten gleich und bedanke mich nochmal ganz recht herzlich bei meinen tollen Gästen. Ihr habt das ganz toll gemacht und ich freue mich, wenn ihr nochmal wiederkommt. Ja, das war super mit dir. Super, danke. Ich habe zu danken. Tschüss und bis in zwei Wochen und nächste Woche mit der Ella. Tschüss. Liebe Freunde der geraden Naht, bei ONE arbeiten wir mit Madeira-Garnen, hochwertigen und strapazierfähigen Garnen aus verantwortungsvoller Produktion aus Deutschland. Ihr könnt sie auch bedenkenlos für eure Babykleidung benutzen. Jede Art von Kreativität macht mehr Spaß, wenn die Ausrüstung stimmt. Bei unseren Yukine-Maschinen stimmt es einfach. Sie nähen alles, von Tüll bis Leder.
Sie sind einfach und übersichtlich zu bedienen, egal ob du Anfänger oder Profi bist. Meine Projekte lassen sich jetzt ohne Kompromisse umsetzen. Das Nähen an unseren Yukine-Maschinen macht einfach Spaß. Mich und meine Gäste bei One haben sie überzeugt. Kreativität ohne Kompromisse. Das Leben ist bunt. Für alle, die Spaß am Selbermachen haben, hilft die neue Love-Serie von Prüm, den grauen Alltag zu vergessen. Das farbenfrohe Design dieses Nähzubehörs lässt beim ersten Anblick Freude aufkommen und macht Lust, kreativ zu werden. Also genau das Richtige für uns bei One. Hilco Stoffe unterstützt unsere Leidenschaft fürs Nähen. Diese farbenfrohen Muster aus eigenem Design lassen keine Wünsche offen. Das Familienunternehmen steht für Stoffe aus verantwortungsvoller Produktion aus Europa. Mehrmals im Jahr entwickelt Hilco mit bekannten Kreativpartnern, wie zum Beispiel Hamburger Liebe, neue Kollektionen für euch, die euch bestimmt inspirieren werden.